Ja, ich gehe noch mal. Ach so, eine Frage, die auch immer wieder in den Streams aufkam, war natürlich das Bezahlmodell bei diesem Spiel. Und es wird ein Abo-Spiel sein. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wird ein Ein Abo-Spiel sein? Hybrid-Duell, bitte. Ah, okay, das ist der offizielle Begriff, der dafür genutzt werden soll. Ein Hybridmodell, das werde ich mir Genau. merken. Werde ich mir merken, Hybridmodell. Hast du auch den englischen Begriff gerade parat, damit ich den auch noch weiß, nicht sprechen muss? Schreibe ich mal auf. Ich glaube, das ist Hybridmodell. Hybrid Model. Ah, okay, das ist ja einfach. Das dürfte das eigentlich sein, ja. Also die Mischung aus einem Abo-Modell gepaart mit dem CRED, dem Kodex zur Restruktur. Entschuldigung, Kodex zur Restruktion, Exploration, Disposition und Destruktion. Genau, und da wollte ich nämlich auch noch mal fragen, kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären, wie das mit den CRED funktionieren soll und wie ihr euch das bei Carbine auch vorstellt, wie das eventuell dann ablaufen wird, nachher, wenn der Live-Betrieb da ist? Also grundsätzlich gesehen, als Spieler kann man hergehen, und ich fange immer mit der Verkäuferseite an, und ich kann beispielsweise sagen, hey, ich hätte gerne ein bisschen mehr Geld im Spiel, ich bin ein bisschen knapp bei Kasse und ich habe allerdings ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie. Und derjenige kann dann hergehen, auf unsere Webseite gehen und sich ein Paket CRED kaufen. Das kostet in Euro, lass mich lügen, 19,99. Ist also etwas teurer als das Abonnement. Er kann damit ins Spiel gehen, dort hat er einen Marktplatz und er kann das CRED dort zum Verkauf stellen. Das CRED, das enthält 30 Tage Spielzeit, die könnte er theoretisch auch selber benutzen, dann hätte er allerdings ein bisschen mehr bezahlt, als wie wenn er ein Abo abschließt, von daher muss das nicht unbedingt sein. Ein anderer Spieler kann jetzt hergehen und kann sagen, hey, ich habe eine Menge Zeit zum Zocken gehabt und deswegen habe ich eine Menge Gold im Spiel erwirtschaftet, aber ich würde eigentlich, mir ist es ein bisschen klamm in der Kasse, ich kann mir nicht so unbedingt das Abo leisten oder ich möchte es mir nicht leisten. Und dann kann der hergehen und geht auch auf diesen Marktplatz und kann von dem anderen Spieler im Prinzip, der sein CRED anbietet, das Ganze für Gold kaufen. Der Spieler, der das CRED verkauft, kriegt dann entsprechend das Gold gutgeschrieben und der Käufer kriegt ein Paket CRED, das er dann für 30 Tage Spielzeit einlösen kann. Glaubt ihr, dass das viele machen werden, beziehungsweise wie lange wird man spielen müssen, um sich quasi, jetzt mal ganz einfach gesagt, sein Abo erspielen zu können? Kann man das grob sagen? Wir sind derzeit ziemlich viel am Diskutieren, was so unterschiedliche Modelle und unterschiedliche Herangehensweisen angeht, weil das Problem ist, wir arbeiten da natürlich mit Angebot und Nachfrage und diese Angebot und Nachfrage wird auf Spielerbasis gemacht. Das macht das Ganze immer ein bisschen schwierig, was ist, wenn es darum geht, wie balanced man das, wie hoch ist der Aufwand, wie viel Gold braucht man dann letztlich, wie ist die Inflation im Spiel vielleicht auch, die dann entsprechend dazu führt. Am Anfang wird das sicherlich ziemlich verwoben sein und die Daten, die in den ersten Wochen und Monaten entstehen, werden sicherlich nicht sehr, sehr viel Substanz haben. Wir sind derzeit am Sprechen und am Überlegen, welche Möglichkeiten wir haben, diesen Markt in der Bahn zu halten, sodass CRED erschwinglich bleibt und gleichzeitig ein Interesse dafür gibt. Die Frage ist aber, und jetzt kommen wir ein bisschen in die Wirtschaftswissenschaften rein, Oh wie Gott. notwendig ist es? Ja. Oh Gott. War das Wirtschaftswissenschaften oder war das der Mob? Du hast Oh Gott gesagt. Oh Gott, das war Wirtschaftswissenschaften. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und ich habe bitterböse Erinnerungen daran. Genau, und dann müssen wir jetzt Moment, hast du schauen. nicht ein Diplom? Ich habe ein Diplom da drin, ja. Ich bin Genau. Diplom-Ökonomin. Genau, und dann kannst du das ja sogar besser erklären wie ich. Nein, Ne? genau das ist das Glauben wir Problem. jetzt dran? Glauben wir jetzt dran, dass wir den Markt regulieren müssen Ja, oder ja. wird der Markt sich selber regulieren? Um es kurz einfach nur für allgemeine Leser, die nicht so klug sind wie du und das zertifiziert haben, noch zu sagen. Im Prinzip geht es darum, wenn beispielsweise CRED sehr, sehr billig ist, also sehr, 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 sehr erschwinglich ist, weil der Goldpreis niedrig ist, dann ist natürlich tendenziell auch für Spieler, oder hat man als Spieler, ist man eher geneigt, CRED überhaupt zu kaufen. Das würde bedeuten, das wäre also die Situation, wenn sehr, sehr viele Spieler CRED kaufen würden und auf dem Marktplatz anbieten würden. Bist du noch da? Weil ich habe gerade ein Lag im Ja, nö, Spiel. nö, ich bin auch da. Oh ja, ich sehe, dass du die ganze Zeit auf der Stelle läufst. Mein Problem, immer wenn du Crack sagst, höre ich immer Crack und ich muss immer an Breaking Bad denken.
Da muss ich mich echt konzentrieren. Ninja Bronn disconnected. Da warten wir mal auf den Auch Bronn. gerade ein Ernst. Ich glaube, der Bronn hat sogar ein ernsthaftes Internetproblem. Aber der Benny ist noch da. Bin ich noch da? Ich bin natürlich noch Du da. bist noch Ich da, aber sitze doch nicht auf der. dieser Insel. Der Bronn ist aus dem Skype-Call auch raus. Dann werden wir jetzt ein wenig warten. Wir können noch Fragen von euch entgegennehmen, natürlich. Und ich bin wieder da. Ah, willkommen zurück. Schöne Grüße an Virgin. Virgin, die dafür zuständig sind, dass mein Internet gerade Tschüss gesagt hat, kurzzeitig global. Entschuldige bitte. Aber das ging doch sehr schnell wieder da. Es ist also nicht wie bei der Telekom, wo du dann, wenn du einmal Nö, raus bist, immer ein ganzes Weilchen draußen bist. das ging jetzt eigentlich ganz schnell. Ich habe auch normalerweise ziemlich stabiles Internet, bloß die Geschwindigkeit geht immer mal wieder runter. Aber das war jetzt gerade so in typischer, wahrscheinlich sogar nur der Router abgestürzt. Kann auch sein. Passiert leider. Nee, wir waren gerade bei Cred gewesen. Genau, hast du auch noch Also Angebot mitbekommen, und Nachfrage. dass ich immer Crack daraus höre, ne? Und Du hörst Unbreaking. immer Crack daraus, Ja, wegen ich muss Breaking. immer. Ja. Ist schlimm. Ich gehöre zu den 5 Leuten auf dieser Welt, die Breaking Bad nicht durchgesehen haben. Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Ich habe es ja auch noch nicht immer nicht durchgesehen. Aber das ist ein anderes Thema. Das wollen wir hier gar nicht im Stream sonst sagen, sonst werden wir noch geflamed. Richtig. Ja, wir waren bei Cred. Ich weiß aber auch gar nicht. Ich glaube, du Angebot hattest. und Nachfrage. Ja, Also mit der war's. tendenziell gesehen, Angebotsüberhang kann man googeln und auch Nachfrageüberhang kann man googeln und dann findet man heraus, was die lange Geschichte ist. Ich muss hier übrigens noch ein paar Skeets töten, wenn das für dich okay Ja, ist. ich auch. Nämlich, wenn sehr, sehr viele Leute Cred verkaufen, dann wird entsprechend der Preis so, dann geht entsprechend der Preis tendenziell nach unten. Damit wird es für Leute wieder interessant, Cred überhaupt für Gold zu kaufen. Damit geht der Preis wieder nach oben, weil die Nachfrage steigt. Und das im Prinzip, wenn man davon ausgeht, dass die Wirtschaft sich allgemein ausbalanciert und wenn man da liberal rangeht, dann sagt man, wir brauchen keine Marktkontrolle. Unter Umständen werden wir allerdings doch eine Marktkontrolle brauchen. Wir müssen aber schauen, wie das Ganze dann funktioniert. Du könntest fast Wirtschaftswissenschaften studieren. Hast du das schon mal überlegt? Hast Ich du das habe im studiert? Finanzbereich gearbeitet. Ah, daher. Ja, ich wusste, das hat man so ein bisschen rausgehört. Ja. Gucken wir direkt nochmal, ob wir von den Crap mal wieder runterkommen. Oh, ich Ob finde du meinen Witz Crack wieder super. runterkommst? Ja. Ob wir noch eine andere Frage haben. Ach, wir haben Ach noch mehr so. als genug Fragen. Hast du noch ein paar auf Lager? Ich hätte sonst auch noch ein paar. Ja, ich fange einfach mal an. Eine der oft gestellten Fragen war, wie es denn mit der Performance-Verbesserung aussieht. Klar, es ist noch eine Beta-Phase. Allerdings hatten einige Leute, die niemals sagen würden, ob sie in der Beta sind, doch ab und zu Probleme. Und habt ihr irgendwie was Internes, was ihr anpeilt, was für Rechner denn laufen können sollten? Also geht das wirklich so, dass ihr wollt, dass eine große Bandbreite an Menschen Zugriff haben? Tendenziell ja. Das Hauptproblem im Spiel sind 2 Komponenten. Das eine sind die Lichteffekte im Spiel. Die sind nämlich da gehen wir im Prinzip von Zone zu Zone durch und müssen diese einzeln korrigieren und diese einzeln auf Flächen einschränken, weil das Problem ist nämlich, dass wir hatten es beispielsweise in der Zone, durch die wir gerade laufen, da waren früher die FPS grausam gewesen. Da bist du selbst mit dem besten aller Rechner nicht mit mehr als 15 FPS rausgekommen. Jetzt spiele ich gerade die Zone auf meinem doch etwas in die Jahre gekommenen PC mit 50 FPS problemlos durch, weil ganz einfach diese Partikeleffekte keine Reichweitenbeschränkungen hatten und damit sich gegenseitig überlagert haben und den Rechner unnötig ausgebremst haben. Das zweite Problem ist die Benutzeroberfläche. Die ist nämlich derzeit noch nicht ganz in dem Zustand, in dem wir sie haben möchten. Und ist deswegen auch derzeit ein Faktor, der ordentlich ausbremst teilweise. Was jetzt das endgültige Minimalanforderung ist,
können wir ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig sagen, weil es darauf ankommt, wie weit wir optimieren können. Wir machen derzeit in Zonen teilweise, wenn unsere Leute da mal durchgehen und dort die Performance-Optimierung reinmachen, dann machen die einfach mal Sprünge von 30-40% Performance-Gewinn. Und entsprechend dann aus diesen Ergebnissen der einzelnen Zonen können wir dann ableiten, was denn eigentlich benötigt wird, um Wildstar zu spielen. Und tendenziell ist es uns natürlich lieb, wenn wir es möglichst vielen Leuten verfügbar machen. Okay, also wann kommt die Android-App? Ich dachte, du fragst jetzt, wann wir es erstmal für Mac umsetzen. Aber die Android-App müssen wir mal schauen, so mit der dritten Erweiterung. Sehr gut. Ja, genau, wird es in Linux, Mac und was es da nicht alles noch gibt, wird es dafür eine Version geben? Nein, wir fokussieren uns derzeit komplett darauf, dass wir das Ganze ordentlich auf Windows-PCs zum Laufen bringen und wir haben erstmal keine Portierung auf andere Plattformen geplant, einfach weil wir keine Kompromisse eingehen wollen in dem Punkt. Oh. Gut. Wenn ihr jetzt noch mehr Fragen. Ne, du wolltest jetzt erstmal, können das ja schön abwechseln. Wir können uns ja abwechseln. Was haben wir denn noch? Wieder Freaker. Freaker hat ganz, ganz, ganz viele Fragen gestellt hier. Wildstar Neulinge haben in vielen Streamchats gesagt, dass das Spiel schon sehr fertig aussieht. Was macht denn noch die meiste Arbeit? Die meiste Arbeit macht A, das Benutzerinterface, das Detail-Balancing, also viele kleine Feinheiten und vor allen Dingen auch diese ganzen Klassen-Balancing-Geschichten. Und wir sind noch nicht zufrieden damit, wie die Mid-Level- und die High-Level-Zonen sich spielen und wie die gepolished sind. Wir haben zwar auch Dinge in den unteren Zonen, die jetzt derzeit aktiv gespielt werden können, die wir natürlich noch verbessern wollen, die wir auch aktiv verbessern, aber insbesondere mit den höheren Zonen sind wir noch nicht zufrieden. Okay. Wenn du von Interface redest, gibt es da ein Beispiel, was euch noch gar nicht wirklich so gefällt, was unbedingt geändert werden muss? Also wir haben jetzt ja schon einige Änderungen reingefügt, besonders was jetzt die Anzeige der Lebensenergie und solche Sachen angeht und vor allen Dingen, wie jetzt Fähigkeiten dargestellt werden, wie das AMP-System dargestellt wird. Wir haben aber das Riesenproblem, dass das Interface dazu neigt, derzeit immer noch abzustürzen. Und immer wieder ganz auszufallen, dann haben wir derzeit, das sieht man jetzt auch im Stream, diese blinkenden Namenstafeln, die auch ein Problem darstellen. Und das sind einfach so Dinge, die sich zusammensummieren und die dort kein so tolles Ergebnis darstellen. Ja, Nameplates war mir aufgefallen. Ich habe viel mit den Optionen schon rumgespielt. Es gibt ja eine Unmenge von Optionen in diesem Spiel. Ich glaube, es sind die meisten Optionen, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Dafür habt ihr auf jeden Fall einen Preis verdient. Es gibt ein eigenes Menü nur für Nameplates. Ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen rumspielen, weil mir noch nicht die Nameplates so das geben, was ich gerne hätte. Aber da gibt es ja bestimmt zur Not dann noch irgendwelche Add-ons für. Aber da habe ich auch festgestellt, dass die gerne die Optionen da mal irgendwie wieder weg sind und ich das wieder neu einstellen muss. Und, es ist leider Gottes Beta. So, dass diese ganzen Dinge, besonders was jetzt Einstellungen angeht, die du für dein Interface triffst, die werden teilweise gar nicht gespeichert oder die wurden teilweise gar nicht gespeichert. Und vor allen Dingen dadurch, dass wir da manchmal auch ein bisschen hart Fehler korrigieren, die darunter liegen sind, besonders wenn es dann um irgendwelche Fehler gibt, die die Performance beeinträchtigen, ist es dann so, dass dadurch manchmal Folgefehler entstehen. Und das ist ja der Punkt, den ich vor uns auch schon erwähnt habe. Wir behandeln unsere Beta als Beta und bei uns muss ein Beta-Tester auch damit leben können, dass mal was kaputt geht. Jetzt haben wir hier wieder einen Jumping-Puzzle. Thierry, wer ist denn das? Level 5 Grunt? Wir müssen da oben hoch, ich sehe das ganz genau. Frag mich nicht, wie du da hochkommst. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe das auch noch nicht gemacht. Geht das auf der anderen Seite? Weiß ich nicht. Da drüben ist auf jeden Fall ja. Warte mal. Da muss ich irgendwas benutzen? Ich glaube, es geht andersrum. Ich glaube, wir sind falsch rumgelaufen. Apropos falsch rumgelaufen. Wenn sich Leute permanent verlaufen, wie lange wird man dann brauchen bis zur Maximalstufe? So, Pi mal Daumen. Also wir neigen dazu, 150 bis 250 Spielstunden zu sagen.
Da müssen wir dann allerdings nochmal schauen, wie das Ganze dann im finalen Spiel aussieht, weil wir sehen jetzt schon, dass Spieler mit immer besseren Ideen zurande kommen, wie man schneller leveln kann. Und vor allen Dingen, wie es dann auch mit der Balance aussieht in den höheren Zonen, weil insbesondere ab Level 25 ungefähr brauchst du derzeit schon eine ganz schöne Zeit, um weiter voranzuleveln. Ich war schon so überwältigt von der Zeit, die ich für die ersten 15 Stufen gebraucht habe. Das war unerwartet lang. Und das haben wir schon schneller gemacht. Das haben wir schon schneller gemacht, aber ich weiß, es ist für Testerherzen nicht erfreulich, wenn es so lange dauert. Vor allem, wenn sie Zeitmangel haben. Ja. Und weil wir alle Zeitmangel haben, wollen wir nicht permanent Verifizierungs-E-Mails angucken. Nein, das war jetzt eine gekonnte Überleitung. Die Überleitung aus der Hölle. Also over 9000. Bitteschön, ja. Dafür bin ich aber im Podcast bekannt. Ich kriege das immer gut hin. Der Link88 fragt, er hat eine ständig wechselnde IP-Adresse, also täglich wechselnde IP-Adresse und kriegt permanent diese Verifizierungs-E-Mail von NC-Soft. Wird es dafür irgendwie eine Möglichkeit geben, das zu umgehen? Eine App oder dergleichen? Es sind einige Möglichkeiten im Gespräch. Also grundsätzlich haben wir jetzt persönlich, oder das ist eine Sache, die unser Plattformteam im Moment gerade prüft, inwieweit wir diese Sicherheitsprüfung vielleicht etwas abändern können, sodass beispielsweise dann nicht direkt die 1:1 IP-Adresse genommen wird, sondern vielleicht die Zone im Prinzip. Also nur die regionale Einschränkung von der IP-Adresse, sodass diese Abfrage weniger häufig entsteht. Was auch eine Möglichkeit wäre. Diese ganzen anderen Verifizierungen sind Dinge, die sind noch nicht spruchreif, weil sie sind noch nicht umgesetzt. Und wenn was noch nicht umgesetzt ist, dann bin ich ehrlich gesagt auch vorsichtig geworden, es zu versprechen. Aber tendenziell könnte das kommen. Also ich mag ja solche Authenticators, die man dann einmal eingeben muss, also sei es für Android oder iPhone. So was man einfach auf dem Telefon drauf hat. Ich mag die auch sehr gerne. Es ist bloß die Frage, wie schnell wir es umgesetzt kriegen, ob wir es umgesetzt kriegen und mit welchen Firmen wir dann dafür zur Umsetzung zusammenarbeiten. Nur bitte nichts, was man sich an den Schlüssel hängen kann. Ich weiß nicht, ich habe hier mehrere dieser kleinen Schlüsselbund-Authenticator. Die klimpern mir meinen ganzen Schlüssel voll und ich brauche sie. Damit habe ich ebenfalls schlechte Erfahrungen gemacht. Ich kenne dein Problem. Und vor allen Dingen neigt man, wenn man das dann noch beruflich macht, und du machst es ja auch, dann hast du ja noch das Problem, dass du dann auf Arbeit sitzt und hast deinen Authenticator vergessen. Telefon hat man immer dabei. Ich wollte sagen, deshalb habe ich meinen fürs Handy. Aber okay. Ja, ich habe ihn dann auch umgestellt. Ups, ich werde angegriffen. Ich kann gerade keine Frage stellen, die ich, glaube ich, eigentlich noch beim Zettel habe. Und gerade bei diesem Jumping-Puzzle, ich habe nur einen Unusual Stone gesehen, mit dem ich leider nichts anfangen kann. Aber das ist bestimmt ein Zeichen. Imke, du hast mich noch nicht gefragt, was der Pfad ist, den ich definitiv nicht spielen werde. Explorer? Aber wir spielen ihn gerade. Also ich werde den tatsächlich spielen. Ich glaube, der Benny auch. Ich finde den eigentlich total spannend. Das kannst du gerne machen. Ich schaue dir auch unheimlich gerne dabei zu und erfreue mich daran, wie es noch schlechter ist. Ich fehle, ja? Genau. Ach, eine interessante Frage wieder von Calimero mit Sombrero. Bei der Frage geht es um Flugmounts. Sind Flugmounts geplant? Falls nein, warum? Wir haben ja schon unsere Theorie, warum sie eventuell nicht kommen. Warum kommen sie nicht? Was ist eure Theorie, wenn du mir die Vorlage so gibst? Also ich glaube, wir hatten bei einem der letzten Streams, hatte ich mit den Leuten im Chat darüber diskutiert, waren halt auch viele ehemalige WoW-Spieler, die gesagt haben, als Flugmounts und WoW eingeführt wurden, hat man angefangen, immer abzuheben, ab zum nächsten Quest-Mob töten, abheben, wieder zurück zur Quest-Person, Quest abgeben. Man hat halt von der Zone fast nichts mehr mitbekommen und es hat sich immer so ein bisschen wie Cheaten angefühlt. Man cheatet sich quasi zum Questmob durch und fliegt dann wieder zurück, aber man kämpft sich ja nicht mehr durch. Und es hat viel von einem Gefühl weggenommen, was man früher hatte, was einen vielleicht auch genervt hat, wenn man viel laufen musste oder länger gebraucht hat. Aber es war Teil der Spielerfahrung. Und
Das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt auch referenziert hätte, aber du kannst es viel besser beschreiben als ich. Danke dir dafür. Dankeschön. Ich suche noch einen Job, ne? Entschuldigung. Das Problem ist grundsätzlich, also wenn du eine Green Card hast und dir das zutraust, könnte das sogar sein, dass das was für dich werden könnte. Ich glaube, du hast keine. Gut, aber bleiben wir beim Thema. Grundsätzlich, das Schöne an unserer Engine und an der Art und Weise, wie wir die Welt erstellt haben, ist, dass theoretisch es technisch für uns umsetzbar wäre. Also wir könnten theoretisch Fliegedingsler reinbauen in das Spiel. Und es ginge auch von der Lore her einzufügen. Das Problem ist allerdings, und das hast du jetzt gerade ja sehr gut angesprochen, es hat Vor- und Nachteile. Und wir wollen keine Flugmounts einbauen, nur damit da was fliegt. Also nur damit du was fliegen kannst, wollen wir keine Flugmounts einbauen, sondern wenn, dann müssten die noch irgendwie einen Wildstar-Twist dazu haben. Und das sind alles Probleme, die gelöst werden müssten und die wir realistisch gesehen nicht vor Release lösen werden und wo wir auch nicht sicher sind, ob wir sie jemals angehen werden, weil wir nicht sicher sind, ob wir das überhaupt wollen. Also ist es auf jeden Fall derzeit nicht geplant und nicht geplant, die Entwickler hören allerdings zu. Es ist eine nette Möglichkeit, es ist eine nette Spielerei, aber am Ende... Ennis ist so schön gesagt, wir kennen ja all diese Sprüche. Ja. Okay, keine. Die hören auch immer gern zu. Fliegedingsler. Ja, hier amüsiert sich gerade jemand über den Begriff Fliegedingsler. Ja. Epic wird das gerade genannt. Fliegedingsler. Epic Fliegedingsler. Ja. Nee, aber ganz im Ernst, es ist eine schwierige Geschichte. Und, Das Problem ist, ich meine, es hat alles Vor- und Nachteile und es fühlt sich toll an zu fliegen in einem Spiel und andererseits, wenn man es dann wieder einschränkt und es dann eh nicht gemacht werden kann durch diese Einschränkung, dann ist es auch keine coole Geschichte, wenn wir beispielsweise sagen, oh, du musst jetzt aber erst durch die ganze Zone durch und danach kannst du fliegen. Dann beschweren sich nämlich wieder die Spieler, dass sie keine anderen Spieler in der Zone treffen und all solche Geschichten. Es gibt da, glaube ich, keine hundertprozentige Lösung und vielleicht ist es der kleinste gemeinsame Nenner, wenn man es einfach sein lässt. Ja, vielleicht. Das stimmt wohl. Eine Frage, die auch noch kam. Soll ich wieder den Namen vergessen? Ach, wieder Calimero mit Sombrero, ja. Wird es Rüstungsset-Boni geben? Da kommen wir wieder in Raid-Dungeon-Themen rein. Wird es Rüstungssets überhaupt geben? Und wenn ja, gibt es dort dann so typische Klassen-Boni drauf? Das ist eine sehr gute Frage, die ich derzeit eher mit einem Nein beantworten würde. Es gibt gewisse Systeme, die miteinander Sinn machen, über die wir später mal sprechen werden. Ob das aber genau das ist, was jetzt Calimero beispielsweise damit erwartet, kann ich nicht unbedingt sagen. Also ich glaube eher nicht. Wartest du kurz mit mir auf mich mit dem Töten? Ich will da oben auch. Ja, klar. Ich warte hier. Diese Bots sind übrigens einer der Punkte von den Dingen. Was habt ihr eigentlich in der Beta geändert? Diese Quest-Mobs gehören dazu. Was hat denn vorher an denen nicht funktioniert? Die haben zu gut funktioniert. Die waren sehr effektiv, besonders wenn du wie ich alleine durch das Tutorial bist. Dann, ich habe diesen Mob, du kannst ihn alleine besiegen, konntest ihn früher alleine, also heute ist es nicht mehr das Problem, du konntest ihn auch schon früher alleine besiegen, aber Gnade dir Gott, das hat keine Freude gemacht. Ich sehe gerade erst, ich gucke mir meinen Bot jetzt gerade erst erstes an, hat er keinen Auto-Attack? Ha! Ich glaube, wenn ich keinen Auto-Attack hatte, hat mein Bot wohl auch keinen, oder? Doch, dein Bot hat einen Auto-Attack. Stell ihn mal auf Assist. Ah, da. Ne, ist auf Assist gestellt. Okay. Dann sollte der auch angreifen. Der greift nur mit einer kleinen Verzögerung an. Aber der hat eine. Also der hat Level up. GZ. Dankeschön. Das geht heute Abend ziemlich smooth so von der Hand. Also, was bin ich denn jetzt schon? Level 6. Das ging jetzt aber schnell für heute Abend schon. Krass. Ja, wenn man die ganze Zeit dabei spricht, ne? Ja, weil ich hatte schon das Gefühl, dass das alles ein bisschen länger dauert. Also im Vergleich zu anderen MMOs waren ja gerade so die ersten Level, die gingen
in einem Affenzahn vorbei, weil man ganz schnell irgendwie Level 10 oder so. Mit den ersten habe ich ein bisschen länger gedauert. Ist es beabsichtigt, dass das Leveln alles ein bisschen länger dauert und man überhaupt im Allgemeinen so das Gefühl hat, ist vielleicht eine zweite Frage, dass alles so ein bisschen knackiger ist, auch vom Schwierigkeitsgrad her? Das ist jetzt schwierig zu beantworten, weil wir auch das Feedback bekommen haben, dass unser Spiel teilweise zu einfach geworden ist mittlerweile. Ich habe es halt vorher nicht gespielt. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeit. Deshalb ist es jetzt mein persönliches Empfinden. Dass, ich würde nicht sagen, dass es schwierig ist. Das nicht. Wir müssen übrigens hier rüber, Imke. Du brauchst ja nicht wieder runterzulaufen. Das Spiel ist auf jeden Fall, also wir haben das Spiel einsteigerfreundlicher gemacht, was einfach mit an dem Beta-Feedback lag. Das Beta-Feedback war, hey Leute, es macht mir keinen Spaß, in diesem Spiel als erstes zu sterben und nie durch diese Zonen durchzukommen, ohne ständig ins Gras zu beißen, um es mal so zu sagen. Ja. Deswegen haben wir das Ganze angepasst, haben auch das Balancing geändert, haben die Klassenmechaniken geändert und dadurch ist das Spiel schneller geworden, weil früher hast du an den Monstern viel länger gehangen. Es ist von uns aber beabsichtigt, dass das Spiel eine Herausforderung ist und im Prinzip sollte ich die Levelphase schrittweise auf das Endgame vorbereiten. Also die gesamte Levelphase ist im Prinzip eine Lernerfahrung, wo wir unterschiedliche Mechaniken beibringen. Die Telegrafen werden immer größer und immer verrückter. Wir erfordern immer mehr Koordination und das ganze Spiel wird knackiger und so Level 1 bis 15 ist so der Startbereich und ab Level 15 wird es dann nochmal knackiger und ab Level 30, 35 wird das Spiel dann nochmal fordernder. Das alles führt dazu, dass du im Endeffekt dann am Ende des Spiels auch ordentliche Herausforderungen angehen kannst und dabei nicht aufgeschmissen bist. Und ja, Wildstar soll eine Herausforderung sein, allerdings eine faire Herausforderung, eine, die belohnenswert ist, wenn du ein Risiko eingehst. Du kannst die normalen Dinge machen, die nicht so schwierig sind, aber in dem Moment, wo du ein Risiko eingehst, da sollst du dann auch die ordentliche Belohnung dafür kriegen. Das ist so ein bisschen dieses bisschen Fünkchen Oldschool, was wir immer versuchen, ins Spiel mit reinzubringen. Ich finde auf jeden Fall, dass euch das bisher ganz gut gelungen ist. Also es sind so ein paar Dinge dabei, wie zum Beispiel 40-Mann-Raids, dass das kommen wird. Das ist hat ja schon so einen gewissen Oldschool-Charakter. Auch, dass es keine Flugmounts, dass sie zumindest jetzt erstmal nicht da sind, drücke es mal so aus, hat natürlich auch so ein bisschen Oldschool-Feeling. Und dass es vielleicht ein bisschen fordernder ist. Das ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür. Ich bin jetzt gespannt, ich habe noch keinen Dungeon besucht, aber die sind dann auch ein bisschen schwieriger. Also Dungeons sind auch 5-Mann-Dungeons, so wie ich sie kenne wahrscheinlich, oder? Ja, wobei, also es ist derzeit eine Geschichte, die wir noch balancen. Wir kriegen derzeit das Feedback, dass es viel zu einfach sei. Und deswegen werden wir dann vielleicht nochmal schauen, dass wir das Ganze nochmal anziehen. Aber grundsätzlich, ich meine besonders ein Level 20 Dungeon, der sollte dich jetzt nicht extrem aus den Latschen hauen. Du, wenn du magst, können wir eins machen. Ich schau bloß gerade. Oh, ja. Du kannst als Siedler hier ja immer entsprechende Transportstationen aufbauen. Und hier gibt es theoretisch auch eine Transportstation, die Siedler aufbauen können, wo du mit einem Motorrad zu einer südlichen Station fährst. Wenn du magst, können wir hier kurz zum Transmat-Terminal rübergehen. Ja, was du ich nehme noch siehst. Quests an. Ja. Und dann bewegen wir uns mal von hier kurzzeitig weg. Achso, da hinten. Genau. Das Transmat-Terminal, was aussieht wie ein Stargate. Ich finde es super. Elder-Technologie. Muss man einfach so sagen. Also pass auf, vielleicht kommt gleich SG1 rausgeschossen, ne? Ja. Okay, dann machen wir doch einfach mal ein Experiment. Das wird jetzt vielleicht nicht gut enden, aber ich versuche dir mal im Süden was zu zeigen. Und zwar mein Lieblingspunkt im Spiel im Prinzip. Muss ich Angst haben? Ja, ein bisschen. Aber du müsstest erstmal zu mir kommen. Hast du auch so ein schönes Symbol auf dem Kopf? Ich glaube, ich kann dir gar kein Symbol geben. Das ist voll gemein. Doch, du musst auf mich draufklicken, dann Specific Mark. Ich habe mir jetzt den Gockel gegeben. Oh, dann kann ich es nur als Gruppenleiter mit gutem Grund. Schweinerei.
Da wird auch gerade noch gefragt, Adventures. Ich habe das auch noch, Adventure habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe mir da ein paar Sachen im Internet so durchgelesen, habe den Unterschied aber noch nicht so ganz verstanden zu Dungeons. Adventures mache ich mit weniger Leuten als mit Dungeons. Kannst du ungefähr den Unterschied einfach mal erklären? Ja und nein. Weil der Unterschied wird im Spiel ja schon gemacht, explizit, ne? Es wird explizit einen Unterschied gemacht und im Prinzip ist der Hauptunterschied, dass Adventures, da zählt dazu, wie du als Gruppe eigentlich arbeitest und welche Entscheidungen du triffst, um da mal so viel dazu zu sagen. Aber es ist was, das werden wir wohl auch in Zukunft noch mal sehr ausführlich und anschaulich erklären. Und auch wenn es derzeit schon gezeigt werden kann, ist das was, da möchte ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Okay. Das Schöne ist, es hat ein guter Kollege von mir hat mal gesagt, das Schöne an Adventures ist, man versteht sie 5 Minuten, nachdem man reingegangen ist, und man erkennt auch direkt den Unterschied zwischen einem Dungeon und einem Adventure. Hauptsächlich, es ist die Wahl, die du triffst, die sich da unterscheidet. Wie genau das ausschaut, muss man schauen. Und hier können wir uns einen Laufspeed-Buff schnell mal mitnehmen. Ja, Moment, ich habe gerade totales Standbild. Oder Monster-Lag. Okay, jetzt geht's gerade. Genau, du brauchst ja auch keine Quest anzunehmen, weil wir sind eigentlich viel zu, das Gebiet ist viel zu hoch, aber ich möchte dir meine Lieblingsszenerie eigentlich in diesem Gebiet zeigen. So, da müssen wir nämlich ein bisschen runterlaufen. Das hier ist normalerweise das Quest-Hub, da kommst du mit Level 10 ungefähr hin. Hast du also schon ein bisschen die Grundlagen gelernt, und das, wo wir jetzt den Laufbuff gerade beispielsweise uns geholt haben, das ist das wurde von Siedlern gemacht. Und hier beispielsweise diese Bikes, die sind auch nur da, weil Siedler sich hingesetzt haben, Ressourcen gesammelt haben und die aufgebaut haben. Die sind also immer wieder wichtig. Und da vorne siehst du jetzt gerade meine Lieblingsszenerie im Spiel. Ich lasse es. Oh, jetzt um die Ecke rum. Ja, ich gehe mal hier auf die Plattform drauf. Ich glaube, das ist dann der beste Blick. Holla, die Waldfee. Was? Richtig. Was Tja, was ist ist das das? genau? Hat irgendwas mit den Elder zu tun, und das Vieh könnte uns ganz schön Probleme bereiten, wenn sein Fuß nicht in der Schleuse gefangen wäre. Und was man sagen kann, ist, es gibt einen Grund, warum man in Wildstar sehr weit rauszoomen kann. Und unter Umständen könnte so etwas auch mal den Weg von einem kreuzen. Das ist schon nicht schlecht. Hat was. Endlich wieder Riesenzähne Ich meine, ich bezweifle jetzt mal ganz stark, dass der zum Angreifen da ist. Das ist jetzt nicht irgendeine Art von Weltboss, sondern das ist einfach wirklich nur eine Szenerie, die wahrscheinlich mit Quests irgendwie zu tun hat, aber. Wir haben noch mehr von denen, das kann ich dir versprechen. Also dort Gibt hinten. es so etwas, gibt, es gibt sowas wie Weltbosse, oder? Ich bin so ein paar. Ich bin mal so einem größeren Viech jetzt letztens beim Leveln begegnet. Das hat auch mit so einem öffentlichen Event zu tun gehabt. Der war schon gut groß. Ich nehme an, da gibt es noch wesentlich größere. Wir versuchen tendenziell in jeder Zone einen Weltboss zu haben. In jeder Zone ein Weltboss. Und hängt dieser Welt, also der Weltboss spawnt dann wahrscheinlich zu unterschiedlichen Zeiten wie so ein klassischer Rare-Mob. Der Oder. wird, der spawnt sogar relativ regelmäßig. Also es kommt natürlich immer auf den Weltboss drauf an. Jetzt beispielsweise in Derradun, das ist unser bekanntester Weltboss, das ist Metalmaw, so ein blaues Viech. Das wurde, als wir Wildstar angekündigt haben auf der Gamescom 2011, haben wir der Community die Chance gegeben, ihren eigenen Boss oder ihren eigenen Mob zu designen, und dabei kam Metalmaw raus. Deswegen ist das unser bekanntester. Der ist beispielsweise ziemlich regelmäßig dort. Das Ganze wird sich natürlich auch von der Schwierigkeit her und so je nach Zone verändern. Und von daher kann es dann auch sein, dass dann die Respawn-Zeiten etwas anders sind. Aber das sind im Prinzip Public Events. Was ich mir jetzt bei solchen Riesenviechern immer für eine Frage stelle, genauso für die Schlachtzüge, die ja für 40 Mann sind, oder dann auch noch die Warplots, was ja diese riesigen PvP, eine Arena ist es nicht, Gebiete sind, die man ja als Gruppe selbst gestalten kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
Es tut mir leid, ich habe deine Frage gerade nicht verstanden. Pass auf, was ich mir da immer, es war noch keine richtige Frage, was ich mir da immer für eine Frage stelle bei so Riesenviechern, ihr habt ja dieses Telegrafensystem. Und wenn man in einer Fünfergruppe ist, was ich jetzt unter anderem schon mal in so einem Adventure war, dann wird das schon recht unübersichtlich mit all diesen Telegrafen, die übereinander liegen. Habt ihr das euch schon mal angeguckt, wie das bei 40-Mann-Veranstaltungen aussieht und eventuell dafür eine Lösung gefunden, dass man vielleicht nicht erschlagen wird von diesen Telegrafen? Also wenn Imke jetzt gerade mal einfach Escape drückt und bei Options in Combat reingeht, dann ist eine der wichtigen Dinge, die wir dort eigentlich reingebracht haben, mit drin. Es gibt dort nämlich ein Riesenfeld für Telegraph Options. Also du kannst unter anderem einstellen, wie sichtbar die sind, also die Opacity, die Sichtbarkeit von ihnen einstellen und kannst so beispielsweise deine eigenen Telegrafen weniger oder mehr sichtbar machen und du kannst auch bestimmen, welche Telegrafen du überhaupt siehst. Also ob du beispielsweise Telegrafen von Verbündeten siehst, die heilend sind oder von Gegnern sind, die heilend sind und ob du Schaden von deinen Verbündeten siehst und ob du Schaden von den Gegnern siehst. Das bedeutet also letzten Endes, du kannst es dir als Spieler selber entscheiden, wie viel du siehst. Du kannst es auf dich selber anpassen, auf die Informationen, die du haben möchtest, die vielleicht auch für deine Rolle wichtig sind. Und wir haben übrigens mittlerweile auch jetzt einen Modus für Farbenblinde da eingefügt. Ich habe es gerade gesehen, ich habe es geöffnet, als du es eben gesagt hast. Und da gibt es tatsächlich etliche Möglichkeiten, noch diese Telegrafen einzustellen. Muss man vielleicht einfach mal ein bisschen mit rumspielen. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage, bevor Freaker total ausrastet. Ne? Name und so. Oh Gott, ich bin halt der King der schlechten Witze. Im Kohlenden Schnellchat, ich hab's gehört, finde ich super. Frag nach Massen-PvP und Warp-Plots. Massen-PvP, das hatten wir vorhin ja schon einmal, hatte ich da gefragt, wegen Stichwort 1000 Winter, da hattest du schon eine Antwort zugegeben. Warp-Plots, das hätte ich da eigentlich direkt nochmal einstreuen können. Magst du das nochmal erklären? Kann man das mit Massen-PvP vergleichen? Ich würde es als strategisches Großgruppen-PvP mit Basenkomponente bezeichnen. Das ist schön komprimiert. Viel mehr sagen wir darüber auch nicht. Also war ja die erste Information, die wir über Warplots rausgegeben hatten, war, wir hatten das so nach dem Motto gemacht gehabt, hey, magst du eigentlich unser Housing-System? Dann haben die Leute gesagt, das Housing-System ist echt cool. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben da übrigens auch noch was, das hat was mit Basen zu tun und damit haust du dir gegenseitig auf die Mappe. Das war so ungefähr unsere Aussage dazu gewesen. Also wir haben ein System für größere Gruppen, was wir derzeit testen. Das Ganze ist dann auch auf 40 gegen 40 ausgelegt. Und in diesem System führen wir auch weitere Mechaniken ein, die dann außerhalb von Arenen sind. Arena kann man sich klassisch vorstellen, wie man eine Arena kennt, als Teamarena und solche Sachen, und die außerhalb der Battlegrounds sind, wo wir viele besondere Twists reinbringen und was persönlich auch einer der Punkte ist, auf die ich mich am allermeisten freue. Aber das ist wie die Raids etwas, das werden wir bei Release drin haben, aber wir haben noch nicht alle Details darüber rausgegeben. Ah, wow. Jetzt habe ich dich eingeschläfert. Nee, ich habe eine... Wow, Entschuldigung. Ich mache gerade so ein Explorer-Mission hier und ich kann unglaublich hoch springen. Irritiert mich gerade. Ich muss... Sollte keinen Double-Jump machen. Ich muss so einem komischen grünen Nebel hier folgen. Bin gerade ein bisschen abgelenkt, es tut mir leid. Benni, du darfst noch ein paar... Fragen gestellt. Ich bin total abgelenkt. Wenn das für euch okay wäre, ich habe die Eigenschaft, ich trinke immer Wasser, während ich viel spreche. Mhm. Und wenn das für euch okay wäre, könnten wir eine 5 Minuten Pause einspielen? Nein! Das können wir machen. So nach 2 Stunden 15 Minuten? Das so können wir definitiv machen. Dann möchte ich mich schon mal von dir verabschieden. Es war sehr schön für mich, dir zuzuhören. Ich danke dir für die viele Fragen. Ja, das nächste Mal dann auch hoffentlich mit im Spiel. Ja, ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen direkt aus dem Chat rüberbringen, aber ich muss mich jetzt um diesen Guild Wars 2 Community Manager kümmern, der hier wartet, gerade vom Weihnachtsmarkt. Richte dem schöne Grüße aus und streich ihm einmal über das satte Haupthaar. Das mache ich und ich soll allen Leuten, die den Stream gucken, sagen, dass sie auf jeden Fall Wildstar spielen sollen, aber bis dahin gilt Wurst 2.
Genau. Spielt auf jeden Fall Wildstar, sobald ihr es könnt, aber bis dahin ist Guild Wars 2 ein tolles Spiel. Gut. Alles klar, mach's gut, Benny. Ich mach mal hier den AFK-Screen an und dann sind wir in ein paar Minuten zurück. Wir machen kurz Pinkelpause für alle. Bis gleich. Ja, Pinkelpause. Formula for success? Never take advice from strangers. Trust me on this. It's never failed.
ist er wieder. Da ist er wieder, ja. Also, kann man uns schon hören? Ja, man kann uns hören. Ich schalte gerade. Wunderbar. Ja. Mhm, man sollte uns wieder hören können. Die Ninja Uschi war Afghan. Ja, ja, das ist die ehemalige, oder die Katze von meinen ehemaligen Nachbarn in Bonn. Und die hieß tatsächlich, oder die heißt ja immer, die lebt ja immer noch, die heißt tatsächlich Uschi. Und ja, ich hatte dieses Bild und dann habe ich gedacht, nehme ich das als AFK-Screen. Das erste, was ich irgendwie finden konnte. Und die guckt so geil. Und dann dachte ich mir, Katzen gehen immer. Und jeder mag sie hier. Wollen wir vielleicht unter Umständen, wie schaut es bei dir aus? Du machst doch so gerne PvP. Oh, ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, ob Klaus vielleicht sein Revival finden soll. Wollen wir unter Umständen eine PvP machen? Das können wir machen. Ja, ich logge mich hier einfach mal aus. Machen wir das. Okay. Und ich würde sagen, wir machen Folgendes. Ich gehe jetzt mal auf meinen Level 15 Esper. Ach nee, Level 15 Esper. Welches Level hat deiner? 14. Ist der kurz am vom Level Cap? Weil ab Level 15 haben wir nämlich ein neues Bracket für die Battlegrounds. Ich glaube, ich vermute, also ich logge mich jetzt gerade mal mit der ein. Ich glaube aber nicht, dass die kurz vor Level 15 ist, weil sobald, also ich weiß noch, als ich Level 14 erreicht hatte, bin ich sofort zack zum Housing gerannt. Und danach habe ich, glaube ich, nicht mehr viel gemacht. Nee, da fehlt quasi mehr als drei Viertel des Levels. Okay, dann wechsle ich mal auf meinen Level 8 Krieger, weil ich kann leider Gottes mit, ich hätte jetzt gerne mit meinem Esper wäre ich mit reingegangen und dann hätte ich den auf eine Heilskillung gesetzt und dann hätten wir super zusammen spielen können. Das Problem ist aber, der ist genau Level 15 und das ist ein bisschen problematisch. Da kann man dann mit Level 15 kann man nicht mehr in das eine BG rein, oder? Doch, du kannst in Valatiki-Tempel weiterhin reingehen. Das Problem ist, wir haben ab Level 15, also wir haben das Ganze gepaart, Level 6 bis 14 ist ein Bracket, wo die Leute alle auf Level 14 hochgestuft werden. Und dann ab Level 15 gibt es ein neues Bracket, wo dann auch noch die Bloodsworn Hall of Bloodsworn freigeschaltet wird. Das war, glaube ich, der Name, ja. Also der gute Valatiki-Tempel ist halt das absolute Startding und dann haben wir dann noch ein zweites Battleground mit eingefügt. Ja, davon hatte ich schon gehört. Werde ich mir auch noch anschauen, wenn ich ihn noch mit Level 15 erreiche. Aber es gibt noch so viel, was ich mir angucken will. Ich will mir vor allen Dingen auch noch die ganzen anderen Klassen angucken. Und der Engineer gerade hat tatsächlich, obwohl ich jetzt nicht viel davon mitbekommen habe, sehr viel Spaß gemacht. Das kleine bisschen, was ich davon jetzt sehen konnte heute Abend. Wie heißt denn dein schöner Charakter? Uschi. Ach, das ist Uschi? Ja. Das ist das Schöne an der Beta, da sind die Namen alle noch frei, ne? Ja, richtig. Wo wir es vor uns mit Beta-Regel, mit Namensrichtlinien hatten, das ist natürlich auch der RP-Name aus der Hölle. Das Schöne ist, immer wenn ich Betas spiele, dann ist mir die Namensgebung ziemlich egal, weil ich weiß, dass sowieso alles wieder gelöscht wird am Ende und dann denke ich nicht groß drüber nach und gebe denen einfach irgendwelche Namen und da kommen lustigerweise meistens die abgefahrensten Namen bei rum. Und dann, wenn es um den Live-Server geht und um den Main-Charakter, den man dann irgendwie gestaltet, es muss ja was Vernünftiges sein und kommt man wieder mit irgendwelchen langsamen Krams daher. Ja, das ist immer so ein kleiner Problemfall. Ich habe das Problem, ich habe als dieses Beta-Bild rauskam, habe ich erstmal angefangen und habe alle Klassen gespielt und so geschaut, dass ich die so auf Level 15 hochspiele. Deswegen sind jetzt viele Klassen von mir gerade zu hoch für diesen Livestream. Und es ist immer wieder ein bisschen schwierig, mich auf irgendwas festzulegen. Also ich habe derzeit viel zu viel gezockt mit unterschiedlichen Klassen und ich weiß auch nicht, welche Klasse ich jetzt dann final mal spielen werde. Das wird man jetzt gleich im PvP auch deutlich merken, weil ich habe meine Imba-Roxor-Kombination, an der ich festhalte, noch nicht gefunden. Ja, ich habe auch noch nicht meine totale Lieblingsklasse gefunden. Deshalb will ich die Chance nutzen, in der Beta nochmal alles durchzuspielen, um mir nachher auch sicher zu sein. Und der Krieger gefällt mir tatsächlich schon mal ganz gut.
Aber mal schauen. Aber bevor wir jetzt gleich hier mit dem PvP anfangen, ich glaube, es gab noch ein paar Fragen zum PvP. Denn das wurde von ganz vielen Leuten, zumindest auf Twitch, immer wieder angefragt. Sie wollten sehr gerne PvP sehen. Ich weiß, dass PvP gerade auf bei den Twitch-Leuten ein großes Thema ist. Da ist vor allen Dingen E-Sport ein großes Thema. E-Sport und Wildstar, ist das irgendwie angedacht? Denkt man irgendwie im Entferntesten darüber nach? Es ist natürlich eine ganz nette Option, aber hat gleichzeitig auch immer seine eigenen Herausforderungen mit dabei. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso wir uns beispielsweise mit den Arenen, die ja das Ganze anbieten, uns da immer ein bisschen bedeckt halten und da auch immer mit Bedacht unsere Antworten geben dazu. Ganz konkret muss man sagen, beispielsweise für E-Sport brauchst du ja auch gewisse Grundlagen wie einen Spectator-Modus, also einen Zuschauer-Modus, damit das überhaupt übertragen werden kann und solche Dinge. Und die werden es wahrscheinlich leider nicht zu Release ins Spiel schaffen, sondern die müssen dann ganz einfach nachgeliefert werden, damit das überhaupt möglich ist. Dazu kommt dann noch, bei uns sind natürlich die Fähigkeiten, wir haben derzeit nicht wirklich großartige Einschränkungen, was die Fähigkeiten angeht, wenn du beispielsweise ins PvP gehst, dass dann die Fähigkeit was anderes macht als im PvE. Das ist aber, das Balancing für E-Sport ist ein ganz anderes Balancing als das, was du brauchst für ein normales Spiel, wo du dann vielleicht noch Raid-Content mit drin hast. Und aus dem Grund ist das so ein schwieriges Thema. Also wir möchten da jetzt nicht hergehen und versprechen, oh ja, wir bauen euch da jetzt das ganz tolle PvP-Spiel da rein, wo ihr dann ganz tollen E-Sport macht und am Ende supporten wir es dann nicht richtig. Und deswegen sind wir da derzeit noch sehr vorsichtig, was das angeht. Ist ja vielleicht auch gar nicht die schlechteste Idee, gerade wenn es um E-Sport geht, dann muss ja auch wirklich dann alles stimmen. Genau. Deshalb, Bist Ach, du so wirklich ist in der das. Gilde? Ja, bist du wirklich in der Gilde Doppel-D? Ja. Frag nicht. Okay. ja, Doppel-D. Das ist der Name unserer Gilde. Alles ja. klar. PvP. Achso, es gibt so eine ganz persönliche Frage. Wie gefällt dir persönlich, also dir, Bronn, das PvP in Wildstar? Mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut, weil also ich habe sehr, sehr viel PvP gespielt in meinem Leben und ich habe mich auch eine Zeit lang oft als PvP-MMOler bezeichnet. Also mir macht das Ganze eigentlich extrem viel Spaß und ich gehöre auch zu den Leuten, die mal Charaktere nur über Battlegrounds hochleveln und solche Geschichten. Das Ganze ist ja auch in Wildstar möglich, was ich ziemlich toll finde, auch wenn ich berufsbedingt die ganzen Zonen und Quests und all solche Geschichten mit durchspielen muss und ich auch mich irgendwie versuchen werde, in Raids mit reinzuschleichen, damit ich über diesen Content auch wirklich fundiert sprechen kann und nicht einfach nur Dinge behaupte. Die Battlegrounds, weil der Tiki Temple ist derzeit, ist es manchmal konfus, aber man merkt besonders in den höheren Brackets dann, dass die Leute die Mechaniken verstehen und auch anwenden. Und vor allen Dingen, wenn du dann gegen Gruppen spielst oder wenn du mit einer Gruppe spielst. Ich habe letztens in einer Gruppe gespielt gehabt, wo wir ordentlich Heiler hatten und wir hatten jemanden, der sich auf das Tanking spezialisiert hat und damit die Glaskanonen unterstützt hat. Und dann hast du halt noch die Damage-Dealer und solche Sachen. Macht es unheimlich viel Spaß. Arena wird sehr, sehr interessant werden. Persönlich freue ich mich darüber, dass bei allem, was du machst, du eine Wertung drin hast. So können wir beispielsweise auch hergehen und dich dann, wenn du Level 50 bist, insbesondere auch bei den Battlegrounds favorisiert mit Leuten zusammentun, die auch deinem Skillniveau entsprechen, sodass du nicht die gesamte Zeit von irgendwelchen Leuten, die sehr, sehr extrem gut sind, platt gemacht wirst, aber auch gleichzeitig dich nicht langweilst. Und das hat alles gutes Potenzial, um auch mich privat mit den kleinen PvPler in mir privat ordentlich zu begeistern. Das ist doch schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Was die Leute sich natürlich auch immer wieder gefragt haben, ist auch eine sehr interessante Frage, gerade weil als wir hier PvP gestreamt haben, wir wissen, wir dürfen ja nur bis Level 15 die Sachen auch zeigen. Und dann waren wir schon auf Level 14 und wir haben
unglaublich viele Level nur über die Schlachtfelder gemacht und hatten dann Angst, dass wir dann über die Level 15, was wir streamen dürfen, hinausschießen, obwohl wir noch gerne weiter PvP zeigen möchten. Und dann kam die Frage ganz schnell auf, wird es die Möglichkeit geben, den Level oder den eigenen Level-Fortschritt einzufrieren, sich quasi so ein eigenes Level-Cap aufzuerlegen. Das ist so eine Sache, die auch gerne, ich weiß, es gibt so ein paar durchgeknallte Leute, die gerne mit Low-Level-Charakteren PvP machen. Also, wir haben im PvE grundsätzlich Mechaniken wie das Mentoring, die dir erlauben, dass du, wenn du ein höherer Charakter bist, mit deinen Kumpels zusammenspielen kannst und die ein niedriges Level haben und dann gleichzeitig noch Spaß hast. Im PvP ist es schwierig, was das Gameplay angeht, weil wenn du hast dann Leute, die beispielsweise sich bei Level 14 einfrieren, sich das beste Equipment besorgen, weil sie mehr Zeit haben als andere Spieler, die normal da reingehen und sich einen exorbitanten Vorteil daraus holen, dass sie halt die gesamte Zeit mit Level 14 in Anführungszeichen Noobs klatschen. Mhm. Das ist für die anderen Spieler unheimlich frustrierend. Es gibt ein Klientel, das damit unheimlich Spaß hat, das die gesamte Zeit zu machen und für die das besser ist, als wie sich vielleicht mit gleichwertigen Gegnern zu messen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum man sowas normalerweise ungern in Spiele einfügt. Und für Wildstar haben wir da nichts Konkretes. Okay, da werden wir einfach nochmal schauen. Aber ich glaube auch, so wahnsinnig viele Leute sind es auch nicht. Und da muss man gucken. Ich meine, wenn man wirklich so ganz Low-Level-PvP machen will, muss man sich halt jedes Mal einen neuen Low-Level-PvP-Stinks. Also es gibt dafür Zielgruppen und das habe ich zumindest aus meiner persönlichen Vergangenheit in anderen Spielen gemerkt. Es gibt Leute, denen macht das schon unheimlich viel Freude, weil du damit natürlich auch einen gewissen Bekanntheitsgrad aufbaust und besonders so beispielsweise irgendwelche Free Trials bei Spielen haben dann dazu geführt, dass Leute dann nur halt Free Trial Charaktere gespielt haben, weil die unlimitiert gültig waren, aber halt niemals rausleveln konnten. Persönliche Meinung dazu, ich habe persönlich die Meinung und da fühlt sich bitte niemand auf den Schlips getreten, weil ich respektiere, dass Leute andere Meinungen haben. Ich finde es ein bisschen schade, wenn Leute nicht die Herausforderungen suchen, sondern stattdessen lieber den einfachsten Weg gehen, sich wie Gott zu fühlen. Mhm. Und ich persönlich finde, dass das etwas ist, was nicht unbedingt in Spielen drin sein sollte. Ja, dann kam auch noch eine Frage, die vielleicht, weiß nicht, ob das auch eine persönliche ist oder, ne, ist es vielleicht interessanter zu überlegen oder zu beantworten, wie Carbine das sieht oder NCSoft in diesem Fall. Welchen Stellenwert ordnet ihr PvP zu? Wie wichtig ist euch das für Wildstar? PvP ist ein wichtiger Teil von einem MMO. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du ein gutes Quest-System hast. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du ein gutes PvE-System hast. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du Leuten immer die Möglichkeit gibst, etwas zu machen und sich zu verbessern in einem Spiel. Aber es gibt eine Klientel, denen PvP sehr, sehr wichtig ist und für die PvP auch der ausschlaggebende Grund ist, ein Spiel zu spielen. Und entsprechend unterstützen wir dies auch. Und wir haben, also besonders, wenn man jetzt sich eine unserer federführenden Personen, was PvP angeht, anschaut, Jen Gordy, die sehr, sehr oft erwähnt wird und die für uns die meisten PvP-Systeme designt und sich um solche Sachen kümmert, dass das Ganze ordentlich funktioniert und dass die Systeme gebalanced sind und dass die Systeme laufen. Wir haben eine Gruppe von PvP-Enthusiasten bei Carbine, die wichtigste Funktion im Spiel ist. Und genau aus dem Grund legen wir da auch so viel Wert drauf. Wir sagen aber gleichzeitig, es ist nicht unser Ansatz herzugehen und jetzt einfach nur da eine Zone reinzuklatschen, wo sich alle auf die Mappe hauen, sondern es ist unser Ansatz herzugehen und das Ganze mit etwas zu verknüpfen, was man werten kann, damit man auf Grundlage dieser Wertung hergehen kann und das Ganze dann weiter verflechten kann, wie beispielsweise, dass Leute sehen können, okay, ich bin so und so gut und dass Leute vor allen Dingen auch favorisiert mit Leuten, die ihrem Niveau entsprechend zusammengekommen. Ja, wo du eben gesagt hast, Wertung. Ich habe auch gesehen, es gibt diese Personal Battleground Rating Wertung. Gott, so schlimmer Begriff.
Wird es dafür auch eine Art von Rangliste geben? Kann man sich quasi irgendwo messen? Kann man irgendwo zeigen, hier, das sind die besten PvP-Spieler? Ist da irgendwas angedacht? Tendenziell ja. Wir haben es ja auch beispielsweise bei den Raids. Da wollen wir ja eigentlich auch, dass es eine Rangliste gibt. Das hatten wir bei der Gamescom, war das eines der großen Dinge, über die wir sehr, sehr gerne gesprochen haben. Wo wir jetzt zum Release kommen und wo man einfach die Limitierung sieht, und an solchen Dingen müssen ja auch sehr, sehr viele Stellen zusammenarbeiten. Also auch beispielsweise musst du da ja die Grundlage auf der Webseite dafür schaffen und solche Geschichten im Regelfall, weil diese Ranglisten werden im Regelfall auf den Webseiten dargestellt. Ich weiß nicht, bis wann wir es fertig kriegen. Ob wir es bis zu Release fertig kriegen, könnte eng werden. Wenn alles perfekt läuft, kriegen wir es bestimmt fertig. Wenn allerdings sich Dinge verzögern oder Dinge andere Prioritäten bekommen, dann wird es wohl eher schwierig. Deswegen würde ich es nicht auf Release veranschlagen. Aber tendenziell wollen wir eigentlich so viele Möglichkeiten wie möglich Oh, reinbringen. da geht's los. Machen wir mal Accept. Liebe Zuschauer, ihr werdet jetzt einen unglaublich epischen, hochgeskillten Kampf sehen. Ey, du bist Level 14, also Wir sind theoretisch hast du jetzt. Experten. Not. Du hast theoretisch jetzt schon. Wir stufen ja alle Leute auf Level 14 hoch, aber dadurch, dass du Level 14 bist, hast du natürlich mehr Skills freigeschaltet. Und wenn deine Ausrüstung jetzt auch nicht ganz extrem schlecht ist, Naja. haben wir eine gute Grundlage dafür, dass wir jetzt ein tolles Spiel haben. Übrigens, ein kleiner Tipp für dich, wo wir jetzt gerade PvP machen: Klick mal auf meinen Namen drauf auf der linken Seite. Und dann siehst du rechts ein Icon. Bin im Bond. Und Ja. wenn du auf das Icon rechts klickst, dann öffnet sich was, das nennt sich Focus Group. Oh, ja, Und gesehen. damit, wir werden jetzt dann auch auf der Karte, wirst du dann auch entsprechend mit grün, werde ich oder du hervorgehoben. Theoretisch, wenn wir nicht gerade übereinander stehen. Und vor allem, du siehst die Lebensanzeige und so von diesen Personen besser. Das kannst du also machen, wenn du beispielsweise mit Kumpels reingehst, damit du eine bessere Übersicht über die hast, wo die sind und so weiter. Das ist sehr praktisch. Das ist sehr praktisch. Gibt es gerade vielleicht eine Klasse oder so, wo du sagen würdest, sie ist gerade in diesem Bereich, so zwischen Level 1 und 15, sprich in diesem Valatiki-Tempel, na, ich will jetzt nicht sagen, overpowered, das ist immer so ein krasser Begriff, aber eine Klasse, die besonders gerne im PvP gespielt wird? Also, wir hatten eine Zeit lang das Problem, dass die Tech-Pioniere und die Esper extrem overpowered waren. Wir haben allerdings sehr, sehr starke Balancing-Änderungen vorgenommen. Ich weiß derzeit nicht, was die, man sagt ja, nennt das Ganze ja so schön Flavor of the Month-Klasse ist, aber es gibt da immer wieder Ausrichtungen. Also, tendenziell ist der Ingenieur da schon gut dabei, aber das ist auch nicht in Stein gemeißelt, weil das ändert sich immer wieder mit jedem Patch. Und beispielsweise beim Esper, da haben wir jetzt die Mobilität runtergesenkt und haben damit da ein bisschen entgegengewirkt. Schon tot hier. Bist du schon tot? Ich Ja, habe ich schon bin zwei schon Kills. Also, nur so auf die Angela. Frage, sind eigentlich Nahkämpfer, haben die eigentlich eine Chance in Battlegrounds? Ja. Es ist halt unglaublich viel, das, was Benny eben schon gesagt hat, mit den Telegrafen. Es ist alles rot irgendwie, aber auch das ist natürlich eine Gewöhnungssache oder ups, eine Einstellungssache auch. Es ist auch ist eine Frage, wie gut du eigentlich selber mit dem Spiel klarkommst. Und das Problem ist, viele Leute gehen her und denken sich, ach ja, ich mache jetzt eine Runde PvP und ich spiele das jetzt einfach mal und das wird schon klappen und gehen dann mit Glaskanonen-Skillungen und ähnliches da rein. Also ich spiele jetzt beispielsweise meinen Krieger so, dass ich grundsätzlich Schadenskills drinne habe, aber meine Spezialklassenfähigkeit ist die Tankform, mit der ich zwar weniger Schaden mache, aber halt auch deutlich weniger Schaden einstecke. Und damit kann ich in den Gegner reinspringen. Ich hebe mir meistens sogar meine Sprungattacke auf und nehme dann die Sprungattacke, um aus dem Kampf rauszukommen. Und gleichzeitig benutze ich die Klassenfähigkeit, um weniger Schaden zu fressen, um damit ganz einfach auch in böse Gegnergruppen reinzukommen. Was ist das denn für ein riesengroßer Oh, Strahl? das war jetzt ein schöner Anzeigefehler. Den kann Ja, man ne? einfach zeichnen. Und ich sehe gerade, du bist im Problem. Ich gehe mal hier. Siehst du den Cat Bane? Lass uns den mal zuerst machen. Cat Bane. Cat Bane. Wenn ich den sehen würde. Ich Er sehe ist dich gerade gerade. abgehauen. Da drüben ist Screened.
Squeal und Toad. Oh, Cad Bane ist gerade wieder. Der kam gerade aus unserer Basis. Ja, ich sehe ihn. Wo du halt beim PvP unheimlich drauf achten musst. Und das ist wichtig. Wir haben den Sprint-Button mit drin. Und besonders für Nahkämpfer ist es wichtig, dass du den Sprint immer sehr, sehr gut einsetzt. Also es langt nicht, da jetzt herzugehen. Level up. Jetzt es langt nicht, einfach herzugehen und am Gegner dran zu stehen. Und der läuft ja immer die gleiche Geschwindigkeit, weil er im Kampf ist oder sowas. Sondern du musst immer wieder vorsichtig mit dem Sprint arbeiten. Weil, wenn du während des Sprints getroffen wirst, dann wirst du benommen gemacht. Und dann läufst du langsamer. Also musst du immer die Mixtur finden aus, hey, ich will da jetzt schnellstmöglich hin und ich will an der Person schnellstmöglich dranbleiben. Und hey, wenn ich getroffen werde, dann habe ich aber ein ganz schönes Problem. Ja. Und ich versuche gerade die Moody Mask aufzunehmen, das habe ich auch geschafft. Und ja, trage die jetzt in unsere Basis. Und das könnte auch interessant werden. Du wirst übrigens neuerdings, du wirst jetzt in. Also, wir haben derzeit irgendwie einen Unterschied in der Anzeige. Normalerweise wurden nur die Leute, die du als Fokusziel hattest, auf den Minimap dann in grün dargestellt. Das hat sich jetzt verändert. Oh. So, ich habe jetzt noch meine Tankphase reingenommen, aber du kannst halt, wenn du die Maske trägst, keinen Sprint benutzen. Und du kannst, wenn du die Maske nutzt, auch jetzt beispielsweise nicht springen oder sonstiges. Wir haben aber einen tollen Esper, der hat mir auch noch seine Armor draufgelegt. Und dadurch habe ich das Ganze jetzt überlebt, auch wenn ich jetzt das Zeitliche segne. Aber wenn du jetzt stirbst, dann ist das ja nur noch halb so wild. Ja, die Maske ist drin, 30 Sekunden habe ich jetzt cooler und dann komme ich wieder rein. Aber ich finde, das ist eine ganz schöne Mechanik hier. Wir haben halt so eine Art Capture the Flag. Wir beschreiben den Valatike-Tempel immer als Capture the Flag, weil du theoretisch gesehen halt hier immer dir die Masken holst und in deine Basis bringst. Der Gegner kann dir die Masken aber auch aus der Basis klauen, wenn du nicht aufpasst. Und das bringt ganz schöne Kombinationen. Und ich höre schon an deinem Angestrengten und ich sehe es bei dir. Du kriegst ordentlich was ab, hä? Ich kriege immer ordentlich was ab, das ist ganz schlimm. Ich sehe dich da unten. Wir gehen jetzt auf Kajin, denke ich mal. Ja. Hat einen Knockdown drauf. Au. Oh. Und hier siehst du es mit dem Sprinten. Du hast den jetzt angehauen, während er weggerannt ist. Und damit kann ich jetzt auch meine Attacken draufstellen. Ja, und das ist eine Frage. Hm? Entschuldige? Nee, ich habe auch meinen wunderschönen Blink genutzt, der ja nicht nur blinkt, wie ein Mage das in WoW macht, sondern auch noch zeitgleich Stunt, wenn man durch den durchblinkt, den Gegner. Sehr praktisch. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Funktion. Eine Frage, die wir ganz oft bekommen, ist, wie es denn ausschaut, die Balance zwischen Melees und Range-Spielern, was ganz einfach das ganze Zielen und so angeht, beziehungsweise im PvP, weil viele Leute haben Bedenken, dass unser Spiel eigentlich imbalanced ist zugunsten von Ranged-DDs, weil die können ja dann mit ihren Telegrafen einfach schießen. Da muss man aber ganz klar sagen, insbesondere wenn man im Team zusammenspielt, ist es so, dass wenn du mit einem Ranged-DD zusammenarbeitest, der sich darum kümmern kann, dass der Gegner nicht einfach von dir wegsprintet. Und besonders wenn du einen Krieger spielst, hast du auch noch extra Fähigkeiten, wie diesen Sprungangriff und so, durch die du dir Vorteile erarbeitest. Ja, ich find das total anstrengend, wenn ich mich versuche, muss zu konzentrieren hier im PvP, um nicht total dämlich auszusehen. Wir haben hier auch einen Esper, der ziemlich viele Unterstützungsspells raushaut. Also wenn du in den seiner Richtung bleibst, das ist der kleine Schubber. Ich muss erst mal gucken, wo ihr... Ah, ihr seid da unten. Ich komme. Mit der lustigen Puschelgeschichte auf dem Kopf. Und der tut richtig schön hier die Heilungsskills raushauen. Ja. Und unser Mann, der wird das hier auch mit Sicherheit durchschaffen. Und ich bin jetzt gerade nur noch mal auf den Stealther gegangen. Ja. Toller Name. Das ist fast so gut wie im Baroxa-Schurke. Tot ist er. Du erkennst übrigens immer daran, dass du einen Gegner getötet hast, dass du dann Erfahrungspunkte kriegst. Ah. Und du kannst dir links auf der Seite auch. Ich krieg nur Erfahrungspunkte, wenn ich den töte. Nein, also insgesamt, da zählen auch die Assists mit dazu, aber das ist übrigens der beste Indikator. Wir haben noch einen anderen Indikator, nämlich das... warte kurz, ich muss kurz... Ah! Ja, das Problem habe ich auch gerade. Deswegen bin ich gerade so still geworden, weil der soll noch sterben, aber das hat er hingekriegt.
Also grundsätzlich, was die Belohnung angeht, weil das wird auch oft gefragt, wir balancen das ganze Belohnungssystem noch aus. Wer also wie viele Belohnungen bekommt, weil das ist immer eine ganz wichtige Geschichte für PvPler, dass die nicht beispielsweise durch Killgrinden im Battleground die meiste Erfahrung kriegen und solche Geschichten. Das ist eine ziemlich schwierige Geschichte und das wird auch etwas sein, was wir sicherlich fortlaufend anpassen werden, je nachdem, wie es notwendig wird. Es hatte sowieso grundsätzlich mal jemand auch gefragt, wo du gerade Balancing gesagt hast, jemand hatte sich das unglaublich schwer vorgestellt, bei diesen ganzen Zahlen da noch irgendwie den Überblick zu behalten und das ganze Balancing überhaupt in den Griff zu kriegen. Fällt euch das momentan schwer, die ganzen Klassen so zu balancen oder nicht? Also ich habe die persönliche Erfahrung aus meinem Berufsalltag gemacht, dass Balancing eine Wissenschaft ist, die sich wirklich sehr, sehr schwierig erklären lässt. Ich bin allerdings auch ein ganz, ganz schlechter Theorycrafter, muss man dazu sagen. Also ich freue mich auch, dass jetzt gerade beispielsweise die ganzen Skillplaner und Talentplaner alle aufploppen im Netz. Ja. Da haben wir ja auch ein paar gute deutsche Seiten, die das jetzt gemacht haben. Und grundsätzlich gesehen ist es so, Balancing läuft halt aufgrund von Indikatoren und dann hast du noch so Messwerte, die definiert werden. Und ja, ich erkläre das gerade, während ich PvP spiele, also wenn ich öfters M sage, dann entschuldige mich. Ich kann das so gut nachvollziehen, ja. Du hast Indikatoren, die definiert werden und anhand dieser Indikatoren versuchst du dann beispielsweise Schaden zu balancen. Und dann hast du vordefinierte Störbereiche, wo das im Prinzip so ist, dass beispielsweise eine Klasse mit mehr Rüstung oder mit mehr Crowd Control dann in dem oder dem Belang underperformt, allerdings halt zu einem gewissen Prozentsatz, um das Ganze wieder auszugleichen. Wie das genau funktioniert, hey, das ist eine hohe Kunst des Game Designs, das zu balancen. Das möchte ich mir nicht anmaßen, das vollständig zu erklären. Aber grundsätzlich gesehen ist es so, dass man halt immer wieder testen muss, immer wieder schauen muss, wie funktioniert Komponente X mit Komponente Y. Und auf dieser Basis tut man dann fortlaufend ganz einfach Fähigkeiten anpassen. Und das Problem ist, man kann das Balance muss sich auch ständig verändern, weil du patchst irgendwas, du änderst irgendwas und du kannst dir sicher sein, die Spieler werden den besten Weg finden, um effektiv einen Vorteil daraus zu schlagen. Ah, ich sterbe, glaube ich, gerade richtig gut. Oh, oder doch? Ich komme gerade mit der Maske in den Basisraum übrigens. Ah, okay. Ich bringe dir die Gegner mit. Ja, wir haben ja das Problem in unserem Basenraum. Ist echt eine Menge los. Und ich bin jetzt schon in den Tank-Modus reingegangen, weil du kannst diese Moody-Maske nämlich nur aufheben, wenn du gerade nicht angegriffen wirst. Es gibt allerdings da auch so ein paar Cooldowns drin und so weiter. Also es ist jetzt nicht ganz extrem statisch, aber insgesamt müssen wir halt unseren Raum jetzt wieder unter Kontrolle bringen, weil ansonsten holen sich die Extiles die Dominanz, also die Verbannten. Ist allerdings auch gleichzeitig so, dass wir nur noch eine Maske brauchen, um zu gewinnen. Ich habe es gerade gesehen, ja. Da fällt mir aber gerade wieder an, weil ich gerade die Zeit hatte, mal wieder ein bisschen nachzudenken, weil ich tot war. Es wurde auch noch die Frage gestellt, wie viele weitere Battlegrounds gibt es oder wird es noch geben? Und haben die dann alle unterschiedliche Modi? Haben sie? Ja. Jetzt lass mich mal überlegen, ob wir die offizielle Zahl schon rausgegeben haben. Ich glaube, wir haben es mal wo gesagt. Also wir haben jetzt zwei Battlegrounds schon bestätigt. Es gibt noch ein drittes, mit dem wir gerade arbeiten. Das ist allerdings jetzt nicht das Ende vom Lied. Innerhalb der Battlegrounds schauen wir aber auch, dass die ganze Balance passt. Also beispielsweise Valatiki-Tempel überprüfen wir neue mögliche Modi und solche Sachen. Obwohl dieser Modus doch eigentlich schon sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass die Leute das sehr gerne spielen. Und am Anfang habe ich zumindest auch gesehen, dass sie sehr erstaunt darüber waren, dass man die bereits eingesammelten Masken wieder stehlen kann. Da gab es wohl schon so einige Matches, wo die Leute überhaupt nicht damit gerechnet haben und auf einmal haben sie ein Match verloren, weil sie es einfach nicht gepeilt haben. Also, Holla die Waldfee, meine Güte. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie du dich geschlagen hast. Dann beantworte ich dir die Frage. So 50.000, naja, das ist okay. Das ist okay. Aber ich habe 9 Kills gemacht. Ich habe die meisten Kills gemacht auf unserer Seite. Würde schon mal sagen, gut gemacht. Ne? Ich habe Kills einfach abgegriffen. Ich habe vor uns gelogen. Ich habe nur einen Kill gemacht, aber ich habe 17 Assists. Mhm. Und 2 Captures. Ja, ich mache dann keine Captures. Also, das habe ich noch nie versucht. Ich muss das mal machen.
Ich renne immer nur hinterher und versuche Leute zu töten. Na gut, wo ist denn der Bond? Bond, da. Der Modus war am Anfang nicht beliebt. Wir haben sehr, sehr viele Beschwerden über Valatiki Temple bekommen und jetzt langsam fangen die Leute an zu verstehen, wie es funktioniert Ja. und fangen an, ihre Taktiken darauf anzupassen. Und jetzt kriegen wir mittlerweile deutlich positiveres Feedback. Also insbesondere in Streams ist halt der Valatiki Temple extrem beliebt. Ich weiß natürlich auch nicht, ob es daran liegt, dass ich meine, wir sind die Leute, die erlaubt sind zu streamen, die dürfen ja auch nur von Level 1 bis 15 streamen. Und ich weiß, mit Level 15 kommt ja noch ein weiterer Battleground, aber man levelt halt wirklich schnell in diesen Battlegrounds. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass es auch daran liegt, dass so viel Valatiki Tempel gestreamt wird, weil man da noch in diesem Levelbereich ist. Und da würde dann direkt die nächste Frage, wurde ich auch schon des Öfteren. Die wurde mir des Öfteren auch schon gestellt. Leute fragen sich natürlich, wann dürfen wir mehr zeigen? Ja, das ist immer eine dieser Fragen, die sich so schlecht beantworten lassen, weil wenn man sie beantwortet, dann nimmt man ja die ganze Überraschung aus seiner aus den angestrebten Überraschungen raus, ne? Ich weiß. Anfang nächsten Jahres tendenziell, also Anfang nächsten Jahres kann man jetzt wieder interpretieren. Aber da sich leider das Jahr jetzt nur noch sehr, sehr kurz ist, dauert es noch ein bisschen. Okay. Von daher, lass uns darüber im Januar nochmal reden. Ich komme auf dich zurück. Die Leute geben mir auch keine Ruhe hier und ich ja auch nicht. Und ich muss ja Ja, sagen, ihr habt also. mich ja schon angesteckt mit dem Spiel. Es ist wirklich krass. Ich sag dir nur, hör dir unseren Podcast an, den wir, glaube ich, morgen veröffentlichen werden dann. Ja, genau. Ich höre mir eh alles an, was ihr macht. Also nur allein, um zu kontrollieren, dass ja auch ja nichts falsch Ja, macht. genau. Immer schon mit dem Finger hier. Weh, wenn, Inke. Weh, wenn. Ich weiß, auf jeden Fall. So, jetzt lasse ich noch mal eben schauen, was wir hier denn noch alles, auf was ich hier noch eben aufgeschrieben habe, damit ich auch ja nichts vergesse. Ach so, es gab noch eine Sache. Ich habe es noch nicht ausprobiert, werde ich aber jetzt die Tage auch machen. Auto-Aim, eine Diskussion, die glaube ich schon länger hier geführt wurde, auch in den Streams. Es klingt immer so ein bisschen nach totaler Lamerei. Gibt es sowas Vorteile im PvP oder nicht? Ist das Also, überhaupt erlaubt im PvP? Auto-Aim war grundsätzlich erlaubt gewesen und die Technologie oder diese Funktion diente dazu, dass Spieler, die dass besonders Spieler, die benachteiligt sind, also beziehungsweise beeinträchtigt sind, einen besseren Zugang zu Wildstar bekommen. Die Funktion hat es also gemacht, dass wenn du den Skill gedrückt hast, sie automatisch anvisiert hat. Jetzt hatten wir die Funktion schon ziemlich lange drin. Die hat jetzt erst für Wirbel gesorgt. Also für den großen Wirbel, der kam jetzt gerade erst. Weil nämlich die meisten Tester, als wir die Funktion damals eingeführt haben, gesagt haben, hey, die ist ja gar nicht so vorteilhaft, weil in Wildstar kommt es oft darauf an, dass du beispielsweise bei den Fernkämpferklassen zielst, dass du mehrere Ziele triffst. Das heißt also, diese Auto-Aim-Funktion hat immer standardmäßig auf zielgerichtet auf denjenigen, den du im Tab-Target hast, gezielt, wenn du geschossen hast, also den Skill aktiviert hast. Die hat auch ein bisschen Probleme gemacht, wenn es beispielsweise darum ging, mal wegzukommen aus einem Kampf oder ähnliches. Und war da nicht immer so ideal, vor allen Dingen, weil du halt zum Teil die Kontrolle deines Charakters abgibst. Tendenziell war es von unserer Meinung her so gewesen, dass die Funktion vertretbar ist, weil du, wie gesagt, in Wildstar normalerweise gut zielen solltest. Und weil du normalerweise immer darauf achten sollst, dass du mehrere Ziele triffst und dich entsprechend positionierst und es nicht damit getan ist, auf einen jemanden anzuvisieren und einfach Feuer zu drücken. Was wir jetzt gemacht haben aufgrund des vielen Feedbacks, ist, dass wir jetzt Änderungen an der Funktion durchführen und dass wir die Funktion eventuell sogar komplett entfernen. Das ist mal eine interessante Info. Ja. Also wir haben die Funktion insofern oder wir ändern die Funktion insofern ab, dass du sie nicht mehr gegen andere Spieler verwenden kannst. Das bedeutet, wir deaktivieren sie im PvP. Ja. Es kann aber auch komplett sein, dass wir sie komplett entfernen.
Das ist es ist halt ein Experiment, muss man ganz klar sagen. Und von unserer Meinung her ist es immer noch so, wir wollen Spielern, besonders Spielern, die nicht so versiert sind und Spielern, die benachteiligt sind, die Möglichkeit geben, Wildstar ordentlich zu spielen und Spaß zu haben. Gleichzeitig möchten wir aber auch unser Spielsystem, über welches wir verfügen und auf welches wir sehr stolz sind, nicht aushebeln. Mhm. Aber man hört auf jeden Fall, dass ihr das, es ist gut zu wissen, dass ihr realisiert, wie die Leute darüber diskutieren, dass ihr euch das anhört und dass ihr tatsächlich überlegt, ein solches System wieder zu deaktivieren, wenn es so hart ist, dass viele Spieler sagen, das geht einfach nicht, das könnt ihr nicht bringen. Und euch Richtig. Das in Ruhe anschaut und sagt, okay, wo sind denn die Argumente der Spieler? Haben die vielleicht doch recht? Dass das in der Praxis viel zu viele Probleme bringt. Das find ich gut. Bei solchen Problemen ist halt immer der Ansatz, wir versuchen zuerst mal zu erklären, warum wir etwas machen. Weil wenn wir etwas ins Spiel einfügen, wurde es ja schon mal diskutiert von irgendjemandem. Es ist selten, dass du eine Funktion im Spiel findest, die nicht von irgendjemandem diskutiert wurde. Mhm. Und insbesondere bei Game Design Sachen ist das so, dass wir erstmal versuchen zu erörtern, warum wir das machen. Wenn es dann sich, wir überprüfen aber gleichzeitig halt auch immer das Feedback, was von Spielern gegeben wird. Und insbesondere bei solchen Funktionen, die sehr, sehr viel Feedback generieren, sowohl außerhalb der Beta als auch von unseren Beta-Testern, das können wir nicht überhören, da müssen wir eingehen. Ansonsten müssten wir leider dieses The Devs Are Listening aus allen YouTube-Videos rausstreichen. Ja. Und es dauert halt manchmal ein bisschen. Was ich aber auch sagen muss, ich wurde dann teilweise so, was man dann so von, ich würde es jetzt mal als Trolle bezeichnen, gehört hat, ich kaufe das Spiel nicht, wenn die Funktion drinne ist oder ähnliches. Da muss ich ganz ehrlich sagen, jeder sollte sich selber erstmal eine Meinung bilden. Wenn derjenige sich Wildstar nicht kaufen möchte, wenn diese Funktion drin ist, okay, ist nicht so toll, aber wir werden auch wiederum nicht immer auf denjenigen hören, der am lautesten schreit, sondern wir werden schauen, was für Wildstar Sinn macht. Ja, absolut. Absolut. Jetzt hatte ich noch, mein schönes Dokument, wo bist du hin? Ich hatte noch eine Frage, oh Gott, das ist, ich kann da jetzt nicht so wahnsinnig viel mit anfangen, aber du wahrscheinlich schon. Ist die Idee von March of the 100 Idiots verworfen worden oder wird sie irgendwann ins Spiel kommen oder wird es eine andere Alternative geben? Ich habe in Vorbereitung auf den Cast davon gehört, hab's gegoogelt, hatte keine Ahnung, was es ist und ich weiß es bis jetzt noch nicht. Gut, dann geht's dir genauso wie mir. Das ist also, es ist bestimmt eine Community-Initiative oder ähnliches, die dort eingebracht wurde, von der ich Schande auf mein Haupt nichts weiß, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Also Leute, es ist jetzt eure Chance. Erklärt uns im Chat, im Twitch-Chat, was March of the 100 Idiots ist und dann gibt es vielleicht dann irgendwann die Antwort, auf die ihr wartet. Jetzt habt ihr die Chance. Es gibt noch eine sehr interessante Frage zu den, oder die habe ich mir auch schon gestellt, nochmal zurück auf die Pfade. Es gibt vier verschiedene Pfade, jeder Pfad hat seine unterschiedlichen Vorteile. Glaubst du, dass es irgendwie nachher wichtig sein wird bei der Gruppenzusammenstellung? Ich denke da auch vor allen Dingen dann an High-Level-Content oder an sehr schwierige Dungeons, schwierige Raids, dass darauf geachtet wird, dass auch wirklich von jedem Pfad mindestens jemand, einer dabei ist, der da auch schon hoch genug gelevelt ist, um die Vorteile des Pfades alle mitzubringen für die Gruppe? Glaubst du, dass das notwendig sein wird? Es wird immer Gruppen geben, die versuchen werden, das Maximum rauszuholen und das kann sein, dass dann ein Pfad da auch mit reinspielt. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass beispielsweise Gilden, die sagen, wir wollen World First sein, schauen, dass sie eine gewisse Diversität an Pfaden haben. Wir hatten in der Beta haben wir das Pfadsystem derzeit ein bisschen runterskaliert, weil wir das Feedback bekommen hatten, dass die Leute der Meinung waren oder dass die Leute das Gefühl hatten, sie müssen ihren Pfad nach ihrer Klasse und ihrer Spielausrichtung auswählen, statt nach ihrem Spielstil. Mhm. Jetzt haben wir das Feedback bekommen, hey, wir möchten eigentlich gerne, dass die Pfade wieder mehr Auswirkungen haben und dass sie mehr machen, als ein Gimmick und eine Seitenbeschäftigung zu sein. Ja. Ultimativ haben wir, glaube ich, den goldenen Mittelweg noch nicht gefunden.
Und wir müssen daran Änderungen durchführen. Und erst dann kann man wirklich sagen, wie wichtig es für den normalen Spieler ist. Unser Ziel ist es eigentlich, dass ich als normaler Spieler mich für den Pfad entscheide, damit eine tolle Level-Erfahrung habe, damit eine tolle Spielerfahrung habe und immer wieder Dinge finde, die mir zusätzliche Möglichkeiten geben, auch in Raid-Instanzen und ähnliches. Wir möchten es aber nicht übermächtig machen, sodass Spieler im Endeffekt ihren Charakter löschen und die gleiche Klasse mit einem anderen Pfad nochmal erstellen, ja, nur weil sie dadurch Nachteile in Raids haben oder sie jemanden in Raids nicht mehr mitnimmt. Pfade kann man also nicht wechseln? Im Moment nicht. Im Moment nicht. Es wird auch nicht geplant, das wechselbar zu machen. Das kommt immer drauf an, wie das Feedback im Endeffekt ist und wie notwendig es ist. Also grundsätzlich gesehen möchten wir eigentlich, dass du einen Pfad erlebst und dass du in den Pfad hineinwächst, so wie du in deinen Charakter reinwächst. Mhm. Und da würde das Wechseln eigentlich keinen Sinn machen. Andererseits sollten wir die Pfade so stark machen, dass diese Entscheidung, die du am Anfang triffst, dich auf dein Leben hin begleitet und beeinträchtigt. Dann muss man schauen, ob es nicht Alternativen gibt, wie beispielsweise den Pfad wechseln zu können. Okay. Aber der Pfad ist eine wichtige Entscheidung. Also den Pfad zu wechseln würde eigentlich im Moment sein, wie einfach mal so die Klasse wechseln zu können, wenn man Max-Level ist. Okay, ja. Ja. Also auf jeden Fall ist jedem geraten, wenn er seinen Charakter erstellt, denkt gut darüber nach, welchen Pfad ihr wählt. Deswegen haben wir die Pfade aber auch zwangsweise ins Arcship integriert. Also wenn ihr euren Charakter erstellt und ihr spielt zum ersten Mal Wildstar beispielsweise und habt keine Ahnung von den Pfaden und ihr geht beispielsweise auf einen Kundschafter und kommt schon im Arcship nicht mit dem Kundschafterpfad klar, weil ihr ein Jumping-Puzzle machen müsst, dann geht bitte her, erstellt euch einen neuen Charakter, weil das wird nicht besser. Passiert wahrscheinlich eher das Gegenteil davon, als dass es besser Richtig. Wird. Richtig. Und wenn man sich einen Siedler nimmt und es einem auf die Nerven geht, dass man ständig was anklickt, um was einzusammeln, hat man nicht unbedingt die richtige Klasse gewählt, hat man nicht unbedingt den richtigen Pfad gewählt. Dann sollte man sich überlegen, ob man vielleicht einen Soldaten nimmt oder ob man einen Soldat tut im Prinzip am wenigsten weh, du hast was zum Töten, aber gleichzeitig gibt es auch Spieler, die sagen, ich finde die Soldatenmission doof, weil da probiere ich ja nur eine neue Waffe aus und krieg aber viel zu wenig Belohnung dafür, wo wieder andere Spieler sagen, das ist doch voll geil, du kriegst eine neue Waffe, meistens in Kombination mit einem Quest und dann kannst du den Flammenwerfer einsetzen, um das und das zu rösten. Das ist doch super. Es ist was, was den eigenen Spielstil unterstützen soll. Und wenn es das nicht tut, sollte man mit einem anderen Pfad experimentieren. Okay. Alles klar. Ich habe noch eine Frage, das hört heute, glaube ich, wahrscheinlich nie auf. Das Housing zum einen, ich meine, das Housing erklärt sich ja von ganz allein im Endeffekt, aber was hatte euch dazu bewogen, das auch ins Spiel implementieren zu wollen? War euch das wichtig? Oder habt ihr gedacht, damit tut er der Community vielleicht dann auch was Gutes, etwas, was sie sich vielleicht die ganze Zeit schon gewünscht haben? Und inwiefern wird man da sein ganzes Vermögen lassen können und müssen? Also du kannst definitiv dein gesamtes Vermögen da drin lassen. Okay. Mehr als dein ganzes Vermögen. Du kannst dein Vermögen dreimal da drin lassen, wenn du das möchtest. Das ist, das Housing ist eine Kernkomponente von Wildstar. Das ist nicht irgendwas, was wir einfach so aufgesetzt haben, sondern das ist ein fester Bestandteil. Und der Sinn des Hauses ist, dass es deine Identität widerspiegelt, deine Art und Weise widerspiegelt und dass es dir ganz einfach einen Platz gibt, in dem du Dinge so machen, in dem Dinge nach deinem Gutdünken laufen können. Dazu gehört auch, dass wenn du beispielsweise Farmer als Beruf hast, du einen Plot für dein Haus reinmachen kannst, wo du Dinge anpflanzt und dann einfach wieder erntest und solche Sachen, die du dann wieder später verwenden kannst für Rezepte oder ähnliches oder die du weiterverkaufen kannst, wenn dir das Spaß macht. Dazu gehört auch, dass du Challenges da drin hast, wie beispielsweise den Wirbelwind und solche Geschichten und dass du Freunde als Nachbarn adden kannst, die dann mit in dein Haus kommen und an diesen Challenges mit teilnehmen können und ähnliches. Kann ich meine Nachbarn angreifen mit dieser Kanone, die ich in dem Video gesehen habe? Die rein zu Verteidigungszwecken genutzt wird? Angeblich? Weißt du nicht, ne? Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ich fürchte nein, aber man sollte darüber nachdenken.
Es kann ja mal sein, so nachbarschaftsstreitmäßig oder so. Mir gefallen die Pflanzen nicht, die er daneben angepflanzt hat. Und weiß ich nicht, das ist so, irgendwann eskaliert der Streit und dann möchte ich vielleicht meine Kanone Ja, wir sind in Wildstar, ne? Also was wäre ja. Wildstar, wenn man nicht mordend und marodierend durch die Lande ziehen kann? Exakt. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Können wir mal drüber nachdenken, ja. Könnt ihr gerne dazu sagen, ob ihr auch gerne euren Nachbarn gerne mit einer Kanone abschießt. Genau. Bitte versucht das nicht daheim. Und das Housing bringt ja auch durch diese ganzen Deko-Objekte immer diese Deko-Punkte dazu. Und was ich so ein ganz schönes Beispiel finde, ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten, dessen Namen ich sicherlich nicht sagen werde. Und er ist ein Min-Maxer. Also er ist auch eine Wildstar-Wissensdatenbank auf zwei Beinen. Also wenn ich eine Frage kriege, ich keine Ahnung habe, was ich sagen soll, dann gehe ich zu der Person rüber und frage sie und die Person kann mir das beantworten, inklusive Quellennachweis und wann es gesagt wurde, an welchem Tag. Und diese Person neigt dazu, sich das Haus zu kaufen, sich das billigste Deko, den billigsten Deko-Gegenstand zu kaufen, den es gibt, und ihn einfach zu stapeln im Haus. Das Haus ist eine einzige Müllablage und es sieht aus wie der Gerümpelschuppen von Großvater. Ein virtueller Messi-Laden, ja? Das ist ein virtueller Messi-Laden. Und ich habe dieses Haus gesehen, habe ihn angeguckt und habe ihn gefragt, warum machst du das? Und er guckt mich an, ist doch ganz klar, bringt die meisten Deko-Punkte. Ja, also wie du deine eigene Persönlichkeit widerspiegelst in einem Haus, das ist so ein schönes Beispiel. Wenn das jemandem Spaß macht, kann er das gerne machen. Wir haben auch diese anderen Beispiele und wir hatten ja auch diese Wettbewerbe gehabt fürs Haus und ähnliches, wo Leute tolle Dinge produziert haben, tolle Szenarien produziert haben. Und auf der Gamescom war beispielsweise das Haus, was wir gezeigt haben, da hatte Joe Pye ein Hochbett reingebaut gehabt, das du über Bücher erreicht hast, die als Treppe so an der Wand lang gestapelt waren. Und dann hatte er da sein Hochbett und das war halt voll mit allen seinen Lieblingsplüschtieren. Und da konnte er sich als Schuhe reinsetzen und das Standardkommentar bei der Vorstellung war dann auch immer, that's why where I chill out with my buddies. Und das kann man sich auch wirklich so vorstellen. Du kannst halt deine eigene Mentalität spielen lassen in diesem Haus und du kannst es deinen Freunden zeigen und kannst mit deinen Freunden da drin auch praktische Dinge machen. Durch die Plugs drumherum. Ja, das ist schön. Ich würde jetzt sagen, liebe Leute, ich gebe euch noch die letzte Chance, ein oder zwei Fragen loszuwerden. Und dann würde ich den lieben Bronn entlassen. Du hast uns, glaube ich, jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange sind wir denn jetzt schon wieder am Quatschen? Wir sind jetzt, wir haben seit 3 Stunden und 10 Minuten sind wir am Quatschen, minus 10 Minuten Pipi-Pause. Oh, stimmt, genau. Der Skype-Chat sagt uns das über 3 Stunden schon. Ach, Jemini. Also, liebe Leute, eure letzte Chance, noch was zu fragen. Und dann werden wir uns für heute aufs Erste von Bronn verabschieden. Und uns natürlich bedanken und hoffen, dass du uns dann nochmal beehrst. Wenn wir ein bisschen mehr streamen können, ne? Oh, a random match has been found. Wollen wir da reingehen? Eins noch? Dann ja, komm. Okay, komm. Eins machen wir jetzt noch und dann... Und natürlich, ich komme gerne nochmal wieder. Also, mir hat es ziemlich viel Freude gemacht und das ist auch einer der Punkte, warum ich meinen Job liebe. Ich konnte 3 Stunden lang dir eine Bulette ans Ohr labern. Das ja. ist immer wieder schön. Da hast du aber auch die richtige gefunden. Also, ja, ne? Das ist richtig. Wir müssen, auf jeden Fall. Bei mir wird es übrigens so sein, ich werde mich nach dieser Woche erstmal 2,5 Wochen lang in den Weihnachtsurlaub verkrümeln. Das heißt also, solltet ihr mir auf Twitter folgen oder ähnliches, könnte es sein, dass ich dann etwas stiller bin, um meine liebliche Freude von Familie und Freunden und was weiß ich zu besuchen und durch Deutschland zu touren. Und solltet ihr Silvester jemanden, der wie ich aussieht, durch München laufen sehen, dann könnte auch das ich sein. Und ja, danach
geht's dann mit voller Kraft wieder los und dann stünde ich auch wieder zu neuen Schandtaten bereit, vielleicht mit neuen Content, keine Ahnung. Ja, bitte, bitte, bitte. Bitte, also bitte, bitte, bitte. Die Leute haben sich eben königlich amüsiert, dass ich es gewagt habe, dir quasi den Wink mit dem Zaunfall entgegenzuschmeißen, von wegen, ey, wir wollen mehr zeigen als Level 15. Und das wäre ganz cool. Es gab direkt noch eine Frage, bevor, ach nee, das nicht. Findest du auch, dass die Nahkampfklassen irgendwie seltsam hitten, oder? Im Sinne von, es fühlt sich nicht an, als würde ich mein Ziel wirklich treffen. Mhm. Hat auch noch ein bisschen was, wir haben daran schon gearbeitet und haben das Ganze ja schon verbessert, aber grundsätzlich ist es immer noch so, dass du als Nahkampfklasse, jetzt kommt wieder der M-Effekt, weil ich mitten im Kampf für Tümmel war, grundsätzlich ist es so, dass du als Nahkampfklasse schon manchmal nicht so das Feedback vom Gegner spürst. Und das ist insbesondere im PvP so, weil du im PvP so viel zu tun hast und sich das Ganze so unheimlich schwer balancen lässt. Es ist langfristig gesehen etwas, was wir auf jeden Fall noch verbessern werden. Wie hundertprozentig genau, kann ich noch nicht versprechen, möchte ich noch nicht versprechen, aber es ist gleichzeitig auch was, was schlimmer aussieht, als es sich anfühlt, meiner Meinung nach. Ja, ich muss mal ganz kurz hier doof stehen bleiben, weil Kalim... Ach, Kalimero mit Sombrero hat was zu dem March of 100 Idiots geschrieben, ich muss nur finden. Achso, ich meine beim Arksche-Podcast gehört zu haben, dass der March of 100 Idiots so eine Art des LFR ist, wo man mit viel mehr Spielern als vorgesehen die Bosse umzergen kann. Ach, das meint er. So auch Leute, die nicht so gut spielen können, Chance auf Raid-Content haben. Stimmt, jetzt weiß ich, worauf er anspielt. Wir hatten das auch mal erwähnt gehabt, dass wir das gerne umsetzen würden. Wir haben es aber nicht konkret gemacht und das ist jetzt auch noch zu früh darüber zu sprechen, um ehrlich zu sein, weil dass der jetzt erstmal in eine Funktion bringt, dass es auch wirklich gut funktioniert und wir müssen erstmal unsere Raid-Bosse so hinbekommen und dann können wir vielleicht über eine Ausdehnung der Spielmechaniken nachdenken. Aber als Event ist es cool. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Vielleicht auch so Killing mit Bronn. Also ich persönlich möchte ja immer noch ein Event, bei dem ich ein riesengroßer Worldboss bin und von allen getötet werde. Das finde ich würde passen. Da wäre ich dafür. Das wäre super, das kannst du mal vorschlagen. Dann machen wir das hier im Livestream oder sowas. Oder nee, ihr macht ein richtig offizielles Event und ich komme einfach mit der ganzen Truppe hier an und wir gucken uns das an. Richtig. Was genau. Mir gerade noch einfällt, eine eigene Frage, weil ich hier gerade so halb AFK im Battlefield rumgestanden habe. Im Battlefield vor allen Dingen, im Battleground, ja. Im Battlefield. Kann man AFK-Leute irgendwie flaggen, taggen, was auch immer? Noch wenn, nicht. Wenn die zu lange halt da rumstehen und wirklich nichts machen, geht noch nicht. Ist noch angedacht? Noch nicht. Ja, wird auf jeden Fall ein Also, wenn wir es nicht tun, dann es ist leider Gottes so, dass Spieler nicht perfekt sind und das gehört so zu den Funktionen, genauso wie eine Schimpfwortliste für alle zart beseiteten Pflänzchen auf diesem Erdengrund, die sicherlich ins Spiel reinkommen werden. Wir haben es jetzt noch nicht, ich weiß jetzt nicht konkret, wie da die Pläne ausschauen und wie da die Design-Dokumente ausschauen, aber sowas. Wir sind nicht das erste Spiel, was das Problem hätte, von daher. Ja. Es ist ganz schön schwierig, hier einigermaßen irgendwie zu spielen und dann noch ein bisschen im Chat rumzugucken. Ja, sie schreien alle nach Giveaways natürlich. Wir haben keine. Leute, es ist alles noch ziemlich früh und wir sind froh und dankbar genug, dass wir überhaupt die Chance erhalten haben. Und alles langsam mit seiner Zeit, alles Suche, wie die Hamburger so sagen. Und das kriegen wir auch noch hin. Wir arbeiten dran. Wir haben, es ist immer so, wir müssen uns ja noch irgendwas aufheben, bis wir das Spiel eigentlich releasen. Und von daher, da kriegen wir auch noch Giveaways hin. Aber wenn ihr informiert bleiben wollt, solltet ihr auf jeden Fall Ninja Looter auf Twitter folgen. Ihr solltet auf Facebook einen Like geben, den RSS-Feed abonnieren und regelmäßig nette Kommentare schreiben, weil Ninja Looter hat eine sehr, sehr nette Kommentar-Community. Und wenn ihr damit noch nicht genug habt, könnt ihr euch dann noch für die Wildstar-Beta anmelden unter wildstar-online.com und ihr könnt CRB-Bronn auf Twitter folgen.
Oh, den ganzen Werbekrams losgeworden. Aber ich, ja, ne? Aber ich würde mich, also wir, nicht nur ich, sondern wir würden uns tatsächlich auch mal über ein paar mehr Facebook-Likes und so freuen, das wäre schon nett. Aber also, ansonsten werden wir schauen, dass wir weiterhin zu Wildstar Sachen machen. Ich habe schon einen Artikel vorbereitet, ich bin gespannt, was du davon hältst. Den werde ich die Tage veröffentlichen. Unser Podcast kommt jetzt raus. Boah, ich bin gerade total daneben. Ich spiele gerade ganz schlecht. Dann... Genau, ich werde weiter streamen. Ähnlich wie Bronn bin auch natürlich ich im Weihnachtsurlaub, aber erst ab dem... Was denn? Nächsten Montag bin ich weg, genau. Also ich werde noch bis Sonntag streamen. Ja, und unsere Server bleiben über Weihnachten übrigens auch offen. Also solltest du dich nochmal ziehen, kannst du dann sogar was zeigen. Ich werde auf jeden Fall, also ich werde vom 23. bis 27. weg sein. Und danach lege ich wieder los. Klingt irgendwie nach meinem Familienbesuch, ja. Mhm, genau, meiner auch. Genau, und wenn ihr so cool sein wollt wie Imke und Bronn, ne, dann auf Facebook liken, weil die haben das auch gemacht. Das muss was Gutes sein. Ich habe das zu lange nicht mehr gemacht mit Streams. Das fehlt mir übrigens ein bisschen. Ich habe das, das ist tatsächlich neu für mich. Ich habe aber einen Mordspaß daran. Weil es für mich tatsächlich die unkomplizierteste Art und Weise ist, Dinge zu zeigen. Und was ich halt schön daran finde, ist jetzt... ja, ich war ganz schlecht. Ich will es gar nicht zeigen. Du, guck gar nicht rein. Der Bond, ich war, der Bond war genauso gut wie ich. Ja. Schnell weggeklickt. Schnell weggeklickt. Aber ich habe das Achievement A Friendly Face gerade bekommen. Habe ich auch. Ich habe das Gefühl, bei manchen Achievements muss mich auch noch mit auseinandersetzen, aber nach meinem ersten PvP-Match poppten gefühlt 50 Achievements auf. Ich so, hä? Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Aber wie gesagt, alles noch Beta. Ich würde sagen... Du hast halt viel Gutes getan. Tja, ja, oder so, genau. Ich würde sagen, liebe Leute, zuallererst möchte ich mich bei Bronn bedanken. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier die Fragen zu beantworten und ein bisschen mit mir zu zocken. Immer wieder gerne. Und dann noch ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die hier dabei waren beim Chat, an alle eure Fragen. Wahrscheinlich habe ich nur einen kleinen Bruchteil von den Fragen aufnehmen können, die ihr da wirklich gestellt habt. Habt ihr noch weitere Fragen, dann am besten auf ninjaluter.de, da gibt es auch einen Artikel, stellt auch da eure Fragen. Ich notiere mir das alles, entweder fürs nächste Mal oder dass ich Bronn einfach mal so im Skype nerve. Und dann habe ich immer ein gutes Gefühl dafür, was euch interessiert. Und dann kann ich auch wieder recherchieren, mir das angucken in den Streams und so weiter und so fort. Ich möchte euch auf jeden Fall das zeigen, was ihr gerne sehen möchtet. War mein Wort zum Sonntag. Dein Wort zum Sonntag. Dir auch vielen, vielen Dank. Es wird mir immer wieder eine Freude sein, hier vorbeizuschauen und vor allen Dingen auf dem rechten Monitor den Stream mit Verzögerung zu sehen, sodass ich deine Reaktion immer im Nachgang sehe, was sehr belustigend ist. Das glaube ich. Und vielen Dank an alle, die zugeschaut haben und vor allen Dingen auch danke für eure Geduld, dass ihr das ertragt und nicht die gesamte Zeit Beta-Key in den Chat reingeschrieben hat, sondern aktive Diskussionen und ähnliches hatte, das ist auch toll. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Jahr einfach wieder, dann lade ich mich dann einfach wieder mal hier ein, entweder nur zum Bier trinken oder irgendwie, um auch aktiv was vom Spiel zu zeigen. Wir gucken dann mal, ich ninja mich da und bis dahin habt eine gute Zeit und frohe Weihnachten. Macht's gut, liebe Leute. Ich stream vielleicht gleich noch auf Englisch, ne? I may be streaming in English after this, but give me a small break. Dann beenden wir den Stream. Macht's gut. Tschüss. Goodbye.